So, ich hoffe, ich bin jetzt wieder online. Ihr solltet mich jetzt hoffentlich gleich wieder sehen. Mann, 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 Mann. Das ist aber schlecht jetzt. Das ist aber sehr schlecht. Weil bis vor kurzem ging doch alles noch. Also wenn ich auf Freunde gehe im Hauptmenü, auf Profil Freunde, dann warte auf Verbindung zum Server des Freundes. Bitte melden Sie sich mit einem Steel Division Benutzerkonto an oder später versuchen Sie es später erneut. Was für ein Steel Division Benutzerkonto? Es gibt Paradox Benutzerkonto, ja. Das kenne Ja, ich. keine Müssen Ahnung. wir jetzt noch ein Steel Division Benutzerkonto anmelden oder Och, was? nö, Geh mir nicht. auf die Eier. Entschuldigung. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da ist irgendwas anderes im Argen. Muss ich ehrlich sagen. Warte mal, lass es doch mal ganz. Geht doch mal in Multiplayer-Sessions rein. Dann nehmen wir uns Ja. jetzt hier irgend so eine fette Lobby. Hier, Eugen 29 Official Servers. Seht ihr das? So, ja, ich starte gerade. Ich musste ja gerade den OBS neu starten hier. Auf welchem willst du drauf? Ich bin jetzt hier bei Eugen 29, Eugen 29 auf Official Server Lobby. Ah, Das da. Da sehe ist ich jetzt jetzt hier dich. Rangparty oder was ist das? Ist egal, ich benutze es einfach nur zum Adden von RC. Ich habe eine Einladung geschickt. Bei mir ist nichts angekommen. Hi. Wir hätten noch Rohrhalm mitbringen sollen. Der könnte jetzt mal parallel googeln, ob da irgendwas. So, ich habe dir auch mal eine Einladung geschickt, Wiesen. Wo ist sie dann? Ja. Weg. Weg. Friends. Nee, es geht nicht mehr. Bin gerade am gucken hier im. Naja, anscheinend müssen wir uns einen Steel Division Account zulegen. Aber wo? Vor 54 Minuten im Paradox Forum. Servers are back online for Steel Division Normandy 44. Friendlist Management and Online Chat are temporarily deactivated. Another update will be available soon to fix the remaining issues. Ja, Ja, so viel dann. dazu. Dann würde ich sagen, PUBG ist heute am Das wollte ich Start. gerade sagen. Oh Gott, Tja, da habe ich ja Leute, so ist überhaupt keine es. Lust drauf. Tja, da müssen wir jetzt durch. Well. Aber lass uns jetzt checken, dass sobald wir der Server vielleicht wieder da ist, wir dann switchen. Na, guck, kannst ja gucken, Weezen. Ach, du freust dich jetzt, ne? Ach Ach, Gott. ich hab da auch schon Bock drauf. Ich hätte nicht, dass ich mich jetzt auch nicht auch auf Steel Division gefreut hätte, aber was halt nicht ist, das ist halt nicht. So. Na gut, wenn es sein muss, dann machen wir halt das. Das ist so typisch, ne? Vor einer Stunde. Wenn wir vor einer Stunde gezockt hätten, wären einfach nur die Server down gewesen und wir hätten es sofort gemerkt. Das stimmt. Na gut. Ja, Gut. ist halt Pech. Kann man nichts machen. Es trifft einen hin und wieder halt, dass irgendein Update irgendwas kaputt macht. Das kennen wir ja eigentlich schon. Das kennen wir doch gut. So, was haben wir denn jetzt? Ich muss mich jetzt hier mal umloggen. Ja, so, das war der heutige Normandy 44 Stream. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Um schöne Standbilder im Hintergrund zu sehen. Genau. Also bedeutet, wir haben jetzt keine Chance bei Steel Division leider, sondern müssen jetzt das Spiel wechseln, weil Paradox zwar die Server mit einem neuen Patch versehen hat, aber anscheinend es dabei geschafft hat, dass den Chat und die Freundeslisten zu verbuggen und dementsprechend funktionieren die gerade nicht mehr und das bedeutet, wir können kein Steel Division spielen. Schade. Yay. Und jetzt ist Weezen beleidigt. Ja, ne, weil ich PUBG gerade überhaupt keine Lust drauf habe, aber ich werde schon mitlaufen. Ich mache auch wieder Meat Shield, also von daher, Sawyer, du musst die Kills machen. Muss die Hier. Kills machen, Sawyer. Genau. Vielleicht kommt ja irgendwie,
Vielleicht kommt ja irgendwie noch jemand dazu. Wir hätten ja Der noch einen Platz performen kann, frei. meinst du? Ja. Genau. Ist halt jetzt ein bisschen außerplanmäßig. Aber was soll's? Oh, Das müssen wir Feuer halt ist bei machen. mir noch auf. Ja, ich bin auch dabei, den Stream umzubauen, weil ich muss ja hier jetzt auch den Titel ändern, weil wir ja sonst Schwierigkeiten mit Twitch bekommen. So, Informationen sind aktiviert und aktualisiert und so. Und jetzt werde ich jetzt auch mal wechseln und mal das Spiel starten. Hoffentlich klappt das jetzt. Da siehst du, Teflon, dann komm doch einfach mal in den TS. Das ist doch super. Komm doch einfach mit rein. Dann sind wir wenigstens zu viert. Genau. Ne? Achso, wollen wir eigentlich? Na egal. Und dein Aufnahmeraum ist jetzt. Ja, das können wir gleich machen, Ich wenn der Teflon ziehe dazu euch kommt. runter. Danke. User was moved out of your You were channel. moved. User joined your channel. So. Ach, wir sind im Du. falschen Raum. Gibt's ja noch zwei. Ne. Removed. User was Ich. moved to your User joined channel. your channel. Ja, stimmt. Ja, Ja, okay. Das ist der ist ja Livestream-Raum. richtig. Ja. So, das heißt jetzt. Hey, wake up. Ja, jetzt hat er mich auch angestupst. Glaube ich. Also ich sehe ihn gerade nicht. Nö. Aber TIE Fighter ist da, der hat mich gerade angestupst. Auch gut, nehmen wir den mit. First come, first serve. User was moved to your channel. Error. Jo. Aloha. Hörst du Ach, uns? cool. Einen wunderschönen guten Hallöchen. Abend. Ja, Abend? So, ich muss jetzt nochmal hier mal kurz das richtige Spiel einstellen, damit ihr auch seht, was ich hier sehe. Und nicht mehr die Dia-Show. Dann Zack. starte ich mal So. das Spiel. Jo, mach das doch. Oh nein! Was denn? Ich habe ein Reward Hey, wake up! angenommen. Was für ein Betrug! Ihr dürft auf keinen Fall den Gamescom-Crate. Ihr dürft ja auf keinen Fall als Reward annehmen. Weil da gibt es die Gamescom-Invitational-Crate. Ja, den kauft ihr für Ingame-Money. Dann öffnet ihr, wollt ihr den öffnen, dann müsst ihr einen Key für 2,05 Dollar kaufen. Ja, genau. Das ist jetzt für die Gamescom kostet das Aber warum was. schreiben sie das denn vorher nicht, dass man diesen Crate gar nicht öffnen kann, ohne Geld zu bezahlen? Da steht, you need a key to open it. Ja, wenn du es gekauft hast, Nee, genau. vorher auch schon. Steht es Ah, auch schon drin. okay. Na gut. Wenn du jetzt reingehst, steht Rewards und dann steht hier, you need a key to unlock this crate. Jo. Aber dass die Ja. Geld kostet, wusste ich halt nicht. Aber gut. Richtig. So, ich werde jetzt nochmal. Wir können ja dann ein bisschen durchwechseln. Ich werde jetzt hier nochmal den Teflon dazuziehen. Der hatte sich ja im Stream User auch was moved gemeldet. to your channel. Hallo Teflon. Rumpel, rumpel. Rumpel, rumpel. Entschuldigung, Ja. Entschuldigung. Hi. Hey. Hi, hi. So, wir werden ein bisschen durchwechseln. Wir können ja ein bisschen die Teams immer mal wieder anders aufteilen. Dann nimm Teflon, weil ich muss 5 GB runterladen. Das dauert 10 Minuten. Na, das ist doch super. Dann machen wir Passt, das ist doch doch gemeinsam. perfekt. Passt doch. Dann brauche So. ich noch hinzufügen bei mir in die Freundesliste zumindest ein. Ja, kein Problem. Sollten wir hinkriegen. So, ich werde mich jetzt hier mal mit der Facecam rausnehmen. Und dann könnt ihr das ganze Spiel mir besser sehen. Und wir sehen uns später wieder. Bis dann. So, weiter geht's. So, ja, Freunde, warte mal. Ich mache jetzt erstmal hier kurz die beiden, die ich schon habe. Habe ich jetzt mal invited. So. Jo. Und dann müsstest du mich, Teflon, wenn du mich adden willst, bei Steam ist relativ simpel. Du müsstest eigentlich einfach nur Sawyer eingeben. Und am Profilbild könntest du eigentlich schon erkennen, dass ich das bin. Es gibt natürlich mehrere Sawyers bei Steam in verschiedensten Schreibweisen. Unter Nexon suchen. Kann sein, dass es auch funktioniert. Also die meisten finden mich eigentlich schon unter Sawyer einfach.
Der mit dem Gesicht vor dem orangenen Hintergrund. Richtig. Oh, sorry, heute mal mit Krawatte. Heute mit Krawatte, ja. Ich bin unterwegs. Wiesen, hast du meine Einladung bekommen? Nee, nichts bekommen. Vielleicht mal meine Lobby, sicherheitshalber. So zwei Frauen hast du ja nicht daneben. Nee, hab ich nicht. Du siehst eigentlich nur ein Porträtbild. So, jetzt mir. Lad mich nochmal ein. Ja. Ah, jetzt ist angekommen. Ich habe eigentlich nur ein Porträtbild drin. Ansonsten sag mir einfach, Moment. Wie ich dich finde. Moment, das kann man doch anders regeln. Bei mir einfach Teflon, DR, Motorradbild. Gut. So. Ich habe dir jetzt mal eine Invite geschickt. Perfekt, perfekt. So. Hallo Guest Soldier, schönen guten Tag, schön, dass du dabei bist. Eigentlich wollten wir Steel Division Normandy 44 spielen. Dieses Spiel hat uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil Paradox leider die Server abgedatet hat, was dazu geführt hat, dass die Freundesliste nicht mehr funktioniert und wir uns nicht mehr einladen können gegenseitig. Darum sind wir jetzt zu PUBG gewechselt. Zu Wiesens großer Freude. So, ich refresh. Du startest gerade noch, Teflon. Jetzt kann ich dich inviten. So. So, dann schalte ich hier mal wieder mein G13 um auf PUBG-Steuerung. Jetzt sind wir alle da. Und jetzt geht's los, oder? Ja, jawohl. Kann losgehen. Mach bin ready. Mir hat übrigens gestern die Facey erklärt, warum es einem einfacher vorkommt, auf den Asia-Servern zu spielen, Wiesen. Weil es am Anfang auch einfacher ist. Weil du als neuer Server im Battle-Matching, im Ranking, als neuer Spieler auf dem Server, wo du noch keine Credits hast, mit den Spielern gerankt wirst, die auch neu sind. Obwohl du schon vorher gespielt hast. Ach so. Und deshalb ist es am Anfang einfacher. Das aber wird dann aber schwerer. Aber warum matchen sie denn nicht nach Stats? Nee, sie matchen tatsächlich nach... Ja, sie matchen nach Stats, aber die Stats übertragen sich nicht von Server nach Server. Gut. Das heißt, wir sind dann von sehr schlecht auf sehr, sehr schlecht sozusagen. Sozusagen, genau. Ja. Und dann bist du wieder sehr schlecht geworden. Von sehr, sehr schlecht auf sehr schlecht. Und darum waren die anderen wieder besser. Irgendwann. Verstehst du? Wenn du Stats sammelst, dann wirst du neu gematcht. Und darum... Aber jetzt ist sowieso gerade eher wieder mehr oder weniger egal, weil die neue Saison ja gestartet ist. Und Hey! Er zündet mich einfach an hier. Ja, richtig. Gut so. So, mit Krawatte, mit Hemd, Krawatte und weißer Hose. So muss man in den Krieg ziehen. Ja? It's all about style. Ach übrigens, ich hab, wir können das ja nachher auch mal machen. Ich hab eine ganze Weile gestern mit den Jungs noch First-Person-Mode-Only gespielt. Sehr geil, kann ich nur sagen. Hammerharte Psychonummer, aber sehr geil. So, wo wollen wir hin? Wünsche? Vorschläge? Ideen? Hier, Gatka? Na, oder wir sind sehr weit weg von Lipovka. Lipovka könnten versuchen. Lipovka können wir versuchen, ja. Können wir machen. Aber warum nicht? Dann okay, raus. Dann raus. Oh, leck. Ist hier geben, könnt ihr übrigens den Sound ausmachen. Vom Flugzeug und so. Wir haben unter uns einen Kontakt. Ich habe neben mir einen, der auch nach Lipovka fliegt. Ziemlich deutlich bisher. Ja, vor uns ist einer. Oder zur Maison, also zu dem Menschen, ja. Menschen. Also Wiesen, rechts von dir sind zwei. Ich zünde jetzt, sonst komme ich nicht mehr runter. Ja. Auch? Sonst ja, aber der eine geht, der unter mir war, der geht runter zur Maison. Ja. So, wiggle, 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 wiggle. Wir haben es gestern stundenlang versucht. Oh, Teflon, du bist zu tief, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich auch. Oh Mann, leckt es bei euch auch so krass? Nee, ja, gerade nicht bei mir, witzigerweise. Normalerweise leckt es ja bei mir immer. Also 133 Frames. Glaube ich, gehe zu den vier Gebäuden oben drauf auf dem Hügel, weil ich glaube, ich schaffe die Povka auch nicht, befürchte ich. Nee. Die südöstlich von mir sind. Genau, auf 120 Grad oder südöstlich müssten sie sein von der Position da oben. Jawohl, sehe ich.
Also dann links daneben auf die drei Gebäude mit dem Wasserturm. Genau, das ist dann. Fangen wir hier an, vielleicht schaffen wir fangen es wir ja noch hier an nichts. und dann, wenn wir Glück haben, ist die Zone uns. Ich komme mit zum Wasserturm. Mal ist man echt vom Springen her. Mein Stuhl ist ja viel zu tief eingestellt. Ah, besser. Guest Soldier, es wird nächste Woche zur Gamescom kein ATV geben. Das ist schon bekannt. Also, das haben sie noch nie gemacht. Sie haben zwar noch nicht festgelegt, aber es könnte. AKM. Es ist sehr schön. Juhu, weniger ich bin Arbeit. Jetzt auch unten angekommen. Aber Zone ist mega ätzend. So, was ist mega ätzend? Zone. Ja, die ist richtig ätzend. Ach Gott, da unten auch noch Military Base. Ja, super. Na gut, da müssten wir eigentlich da runterrauschen, aber gut. Ja, dann brauchen wir ein Auto. Ja, brauche ich ein Auto. Gut, wir looten jetzt erstmal schnell hier, ne? Ja. Würde ich sagen. Ja, ja, wir haben ja ein bisschen Zeit, haben wir ja. Zumindest, dass wir alle grundsätzlich bewaffnet sind. Bewaffnet bin ich, ich bräuchte einen Rucksack. Das ist, ich kann die ganze Munition ja nicht mehr mitnehmen. Ich hab eine Smoke. Blöd ist das nice. Hier. Ey, also, RC, du übertreibst es wieder, ne? Ja. Ich hab wieder hier den Mega-Loot. Das ist echt zu krass in dem Spiel. Kann mir jemand das ist... irgendwie sagen, wenn der einen Rucksack Oh, eine Skarl gefunden. Ja, hier bei mir neben, in dem Haus nebenan ist ein Rucksack. Noch ein weiterer. Ja, auf meine Smoke dann neidisch sein. Ja, das haben wir gerne. Oh, Level 2 Weste. Ich hole einen Jeep. Sehr gut. Wo ist es denn bei dir im Haus, Sawyer? Unten, da hinten drin, in dem kleinen Raum hier. Hier rechts. Ah, perfekt. Dann gehe ich wieder rüber und schnapp mir die restliche Munition. Macht es. Weil ich gehe jetzt mal zum nächsten Haus. Da fehlt jetzt noch ein bisschen Handgriff was. Ist gut. Arbeitsstiefel brauche ich nicht. Was haben wir hier noch? So. Schrotflinte. Okay. Bech. Die doppelläufige auch noch. Was haben wir denn da noch? So, der Jeep bist du, ne? Das, was da ankommt. Bin, ja, ein Auto, gelbes Auto habe ich. 45er lieber. Ah, nehmen wir hier einen 45er mit. Komm. So, wollen wir dann noch nach Lipovka oder? Ja, ich würde mit dem Auto tatsächlich es probieren. Also ich würde tatsächlich da noch schnell reinziehen. Ja, lass es schnell machen, dann müssen wir jetzt abziehen. Und jetzt abziehen, genau. Denn ich bin jetzt hier auch durch mit ich dem Ich bin natürlich auf der falschen Seite vom Zaun. Bräuchte nur ein bisschen 7,6er Munition eigentlich, aber... Ich hab du bist so nackt. 30 Schuss für dich. Da ja ein. Bin drin. Bin drin. Grit wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und dann, ja. Wir können und dann, auch Rot von ja. hier aus nehmen. Ja, genau, das würde ich nämlich überlegen, ob wir hier irgendwo... Ja, super. Das ist doch geil, dann pfeffern wir einfach mit dem Boot rum. So, zur Military Base rüber. Okay, genau. Und raus. Und go. Schnell, ich gehe zum Café hinten. So. Medikit habe ich noch keins gefunden. Ich auch nicht, leider. Aber ich habe noch eine AKM gefunden. Sehr gut, jetzt habe ich... Ah, Level 2 Rucksack, das ist doch mal besser. Und 762 Munition, als hätte ich sie bestellt. So viel Quatsch, was hier rumliegt. Aber echt. Nicht mal dieses Ding, diese Halterung, diese Griffhalterung. Wie heißt das Wort? Ah, ja, Stufe 2 Rucksack, das ist oh, doch gut. Oh, das ist doch schön, eine Pfanne. Angle Foregrip. Angle Foregrip, genau. Ne, das ist der abgewickelte, genau. Ich weiß nicht, wie der andere heißt, der andere Foregrip. Ja, der schwarze Stab. Ja. Hier ist noch eine Stufe 1. Vertikaler Handgriff auf Deutsch. Jetzt kriege ich einen Gewissenskonflikt. Soll ich die Sturmschrotflinte nehmen statt der Vektor? Ja, ne? Nee, ich würde die Vektor behalten. Du könntest mir eins von beiden abgeben. Ich habe noch keine Hauptwaffe. Im Café hinten ist die Sturmschrote. So, okay. Der Vektor habe ich halt noch nie geschossen. Das Haus ist durch. Die Vektor ist ein Hier ist noch eine M4 bei mir. Oh, nice. Weil ich bleib jetzt bei meiner AK. Hier sind noch zwei Stufe 1 Rucksäcke. Ah, das erste Medikit des Tages ist immer das Beste. 5,56er Munition wäre ich noch ein Fan von, wenn jemand welche findet. Gucke, wenn ich sehe, sammle ich mit ein. Denn davon habe ich zu wenig. Also irgendwie so abgewickelte Handgriffe ist hier irgendwie so ein Trend gerade. Naja, Handgriffe sind gerade in Mode. Schon drin. So, die hängt man sich hinten an den Rucksack und so. In dem Café findest du die Sturmschrote auf dem in der Küche da hinten. Ja.
Was gerade fehlt, ist eigentlich ein Helm, ne? Habe ich das Gefühl. Ja, ich habe auch keinen Helm. Komisch, manchmal ist es so. Na komm, springen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Aber wir sollten nicht zu spät los, weil sonst wären wir abgeschnitten mit dem Boot. Ja. Das ist noch ein Energy Drink, das ist doch. Aber ein. Oh, noch eine Sturmschrote, ich werd verrückt. Ja, die Sturmschrote ist echt eine gute Waffe, finde ich. Mag ich gern. Ein Helm muss doch drin sein, Mensch. Lauter Schrotflinten, überall. Überall Schrotflinten. Ich habe übrigens, glaube ich, auf jeden Fall ein Rotpunktvisier, wenn nicht gar zwei übrig. Ich habe auch noch Visiere übrig, nur keine Scopes bis jetzt, aber Visiere habe ich auch. Nee, Scope habe ich auch bisher nicht. Ja, bisher so. Ich würde jetzt sagen, jeder noch ein Haus und dann ziehen wir uns zurück, egal was wir haben. Denn wir müssen. Hör was fahren? Ja, ich höre auch was fahren. Jemand gesehen, wo die sind? Close. Oder war das ein Boot? Nein, die fahren hier irgendwo. Oder? Langso, bin mir nicht so sicher. Oder es hat uns jemand über das Boot gerade gezockt. Das kann sein. Bei mir sind noch zwei Stufe 1 Helme drin. Hab ich auch. Ich gehe schon mal Richtung Wasser, ja. Ja. Würde mich nur wundern, dass jetzt noch jemand mit dem Auto hier vorbeifährt. Die sind bei mir. Ich komm zu dir. Boot. Hast du eine Gradzahl? Ja, die sind mit dem Boot, fahren auf dem Wasser. Pfeffer. Nice. Ich glaube, wir haben einen. Nee. Naja, ist zu weit weg. Munition sparen lieber. Okay, haben die uns jetzt das Boot gezockt? Ich glaube ja. Warte, ich schau mal gerade. Ja, so gerne einen Helm, aber gut, ich habe ja nur diesen Motorradhelm, wird jetzt erstmal reichen müssen. Dazu müssen wir jetzt überlegen, wie wir rauskommen. Ja. Boot suchen. Ja, und zwar fix. Und zwar fix, die Zone kommt nämlich ziemlich schnell, sonst müssen wir hier fahren. Ja. Aber ist der Buggy noch da? Ja, wir haben unser Auto ja auch noch. Ja, und das sollten wir jetzt nehmen, weil die Zone kommt, wir haben keine Chance mehr. Ich sehe nämlich auch kein Boot mehr. Nee. Ja gut, okay, dann müssen wir jetzt. So, wo ist die Karre? Mitten im Zentrum. Kommt zurück. Motherfuck, das wird. Den Schaden kriegen wir ab, glaube ich. Ja. Nicht schlimm, der zieht doch nicht viel am Anfang. Das kriegen wir noch hin, ja. Ist nur schade mit dem Boot. Das aber wir müssen ziemlich gewesen. Direkt über die Brücke fahren. Da werden irgendwelche Schweine werden da lungern. Wer läuft zum, wenn ich Teflon, wenn ich zu dir laufe, komme ich direkt zum Auto, ne? Ja, genau. Ja, ich will aber nicht fahren. Nicht. Wir sind jetzt beim Auto. Wir sind in Ordnung, ich fahre. Ich hole mir schon mal ein Energy rein. Wenn ich jemand will, anders will, ja. Bisschen Sprit. Echt blöde. Ich will noch nicht fahren. Dann STRG 2, 3, 4 kannst du wechseln. Ich steig gleich ein, ich hau mir noch einen Energy Drink rein. So. Oh, rein. So. Ah, okay. Habt ihr Benzin nachgetankt oder nicht? Ja, hab ich schon. Perfekt, da hätte auch noch was gehabt. Ja, komm, rennen, Mann! Ich dachte, du bist schon lange drin. Ich wollte gerade einsteigen, wo du gelenkt hast. Wir müssen direkt über die Brücke jetzt, ne? Das hilft alles nicht. Jetzt mal eine Marke, rot, da in der Richtung ist die Brücke, ja. Also eigentlich musst du nur diese Häuser da entlang. Gelbe Markierung, vielleicht gucken, ob wir ein Boot finden. Über die Brücke werden wir abgeschlachtet. Stimmt, wir könnten nach Mülter runter, ne? Zu gelb gleich. Gucken. Und dann müsste eigentlich auch meistens ein Boot liegen. Ja. Am Strand. Ja, das wird wahrscheinlich auch schon weg sein. Na, da liegt eine ganze Masse ein, normalerweise. Schade. Nicht der Kuhstraße folgen, einfach gleich straight fahren.
Blatt rechts, links, straight. Die Marke weg. Hinter den Häusern, ne? Müsste es eigentlich sein jetzt hier, hinter den Hügeln und den Häusern. Ja, wir sind jetzt gleich, wir treffen jetzt gleich auf den Strand. Nix Boot. Ich höre, wer ist links? Solch ist das? Keine Boote. Schade eigentlich. Oder? Nee. Da vorne liegt da eins. Doch. Da ist eins. Wo? Da fahren wir mit rüber. Direkt geradeaus quasi. Ja, check, sehe ich. Ist gut. Mit Wasserbusen, Meerbusen. Keine Ahnung. Meerbusen ist ein bisschen hochtrabend für so. Paar ins Wasser rein. So, raus. Hopp, hopp. Das war nicht schlecht jetzt. Nice. Glück gehabt. How did it work? Bitte? Bin drin. So, Teflon. Ach, Energy Drink geht nicht. Stimmt ja. Dass er sich beim Fahren keinen Drink? Kein ja, das ist... Wohin? Zur Stadt? Zur Stadt? Warte mal. Ja, ja. Lass uns bei der Stadt reingehen. Ja. Beste Deckung immer noch. Kann nur sein, dass da Leute sind, aber das können wir noch uns anschauen. Das wird wahrscheinlich so sein. Wir können auch einmal nach hinten durchfahren und dann gehen wir von hinten ran. Das ist vielleicht sogar besser. Vielleicht eine bessere Idee. Ja. Hier? Wir können aber kurz gucken, ob hier was los ist, wenn wir vorbeifahren. Kurz gucken ist meist nicht so eine gute Idee. Weil wir werden beschossen. Ja, siehst du, genau das meine ich. Darum, nicht kurz gucken, einfach pfeffern. Nee, die schießen von rechts. Wir sind neidisch auf uns, wir schauen die Sportjacht. Wir haben Schalldämpfer, ne? Kann sein. Ich hab nur die Einschüsse auf dem Wasser gesehen. Da ist der Atlantiker. Guck mal, hier liegt das Boot am Strand. Hier ist noch eins. Ja. Wobei, das sieht eher so aus, als wäre es nicht geparkt. Genau. Das ist gespawnt, ja. Ja, das zeigt nach Osten, ja. Das ist gespawnt. So, also hier in dieser Bucht, ne, wo jetzt die grüne Markierung ist, da kann man hochgehen auch. Das andere ist Steilküste. Ja, das ist doch grüne Markierung. Ja. Also du musst um eine Landzunge rüber. Du musst einmal kurz auf die Karte gucken, über die Landzunge rum. Alles andere ist schwierig hochzukommen oder unmöglich. Aber naja, gut, ja. Versuchen es mal. Naja, es ist der einzige Punkt, wo man hochkommt. 50 Sekunden wissen wir, wie es weitergeht mit der Boundary, ne? Mhm. Sollen wir das abwarten oder? Wobei, ist eigentlich egal. Ist nee, ist egal. Also, man kommt da nach hinten hoch, hier, ja? Hier, rechts. Ja, rechts, direkt rein. So, da kommst du hoch. Das ist eine der wenigen Chancen hier. Hier, genau, egal wo. Ja, hier auch. Hier kommst du auch hoch. Ich dachte, das ist grün. Ist es ja auch. Hat irgendeiner noch eine Dings, eine Energy Drink habe ich auch. Eine automatische Waffe für mich? Ja, ich nämlich nur zwei Schroten. Ja, kannst du haben von mir, dann gebe ich dir eine ab. Ich würde dir im Gegenzug eine Schrotflinte geben und ich habe noch einen Vierfachsucher. Ja. Oh, ein Vierfachsucher ist aber nice. Dann ich habe nur nicht mehr viel, also du kriegst hier, pack dir die Scar-L hier hin. Mit der 5x6er Munition, die ich habe. Ich habe nur ganz wenig 7.62er. Wie viel habt ihr denn? 7.62 habe ich auch noch 15 Schuss. Leg ich dir da hin. Danke. Und 5.6 und das dahin. Eine doppelläufige Schrotflinte. Großartig. Hast du noch Munition? Ja, Sekunde. Ich habe noch 9mm und 5.6 habe ich noch hier rumflacken. Warte, 5.56 kannst du ja. Okay, wir sollten weiter, ja. Ja. Wiesen? Ja? Guck mal hier, Vierfachsucher. Oh ja, gern. Das ist ja ganz toll. Okay, ihr müsst wo hier liegt der? Hoch, hier hoch, glaube ich. Wo ich habe ich gerade nicht da. Liegt der da. Danke. Da hinten? Ja. Wenn ihr da irgendwo hochkommt, gerne, aber ich bin da nicht so hochgekommen. Echt? Wäre schlecht, wenn wir jetzt hier nicht rauskommen. In den Seiten hoch. Aber gut. Das geht eigentlich normalerweise. Naja, gut. Naja. Eigentlich geht's. Naja, man kommt hier hoch. Ich bin hier schon öfter hoch. Ja, ich bin auch oben.
bin hier schon öfter hoch. Nehmen wir mal noch ein. Da hinten ist noch eine Halle. Rechts ja, von uns. Weiß ich. Sollen wir da hin zu den Gebäuden? Ja, ne? Ja, komm. Halt noch zu sein. Weil man sagen muss, es ist kein großes Angebot. Ach. Nee. Rauchgranate gibt's noch. Aber ach, brauchen wir noch viel? Jetzt naja, weiter. Munition hätte ich gerne noch mehr. Dann sollten wir weiter. Bisschen. Im 6 Moor habe ich 30 Geschoss noch für dich. Oh ja, das wäre super. Das würde mir schon sehr helfen. Dann brauche ich auch fast gar nicht mehr. Wenn ich sollte es jetzt irgendwo noch eine hübsche Zweitwaffe geben, dann bin ich auch nicht böse, aber ehrlich gesagt. Ist noch mehr 7-6 Moor. Ja. Ist dir meine Schrotflinte nicht gut genug? Warte, ich glaube sie dir. Für einen PC-Schuss habe ich für dich. Ehrlich gesagt, die doppelläufige bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von. Hat denn jemand noch Kaliber 45 übrig? Nee, die habe ich vorhin weggeschmissen. Oh, schade. Ja. Na gut, das sollte aber auch reichen. Muss halt ein bisschen. Hier ist noch 556er oben, RC. Jo, Sekunde. Wo ich gerade bin. Hier ist die VSS, die wollten die aber alle nicht, ne? Nee, ich mag die nicht. 9mm und dann. Also ich nehme die 556er mit runter. Wo ist 556? Nimm sie den mit runter. Ach, hier war eine VSS, falls du die haben möchtest, ne? Hier ist noch ein. Nee, du. Hier ist noch ein 30er Pack 45er ACP. Oh ja, gut, die nehme ich dir. Weiß ich Schuss. Wo bist denn du? Hinten in dem kleinen. Und Sawyer, hier liegt 762 rum. Oh, sehr gut. Die nehme hier ich. Ist 30 Schuss für dich, 556er. Was sie. Jo, danke. Oh, jetzt bin ich auch voll. Mehr brauche ich nicht. Ja. Mehr brauche ich nicht. Ich noch schnell die 45er. Ja. Wir sind hier hinten. Gut, dann, Sawyer und dann ziehen wir weiter. Moment, ne? Braucht jemand. Aus dem Weg gehen. Braucht jemand noch ein taktisches Lager? Für eine Vector zum Beispiel? Hab ich schon. Und vertikalen Handgriff. Braucht keiner mehr, ne? Ne, braucht einer ein Schnellwechselmagazin. Für Wiesen, was? Hast du eins? Erweitertes Schnellmagazin. Für eine Uzi brauche ich das. Für eine ich MP? Ich hab's schon. Brauche ich. Ja, wo bist du? Ich bin ja außerhalb. Ah, okay. Okay, dann machen wir weiter, ne? Will jemand noch einen Rotpunkt, wo sie haben? Nee. Gut. Hab ich auch schon genug. Ja, wohin denn weiter? Höhe. Wir könnten auf jeden Fall hier auf die Hütte, auf dem Berg hier so ein bisschen hoch. Ja, über eine Hütteposition wählen. Ja. Eigentlich müssen wir nur Richtung Grün und höher steigen und jetzt einfach mit dem zufrieden sein, was wir haben. Wir sind ja eigentlich relativ gut ausgestattet. Wir machen das, was ein guter Battleground-Spieler macht. Warten. Da, Schnellwechselmagazin. Danke. Brauchst du einen Energy Drink? Du bist ziemlich low. Ich habe Painkiller und Verbände, die nutze ich gerade. Okay, dann weiter Richtung Grün, ja? Ja. Ja, wir sind ziemlich mittig, ne? Wir können einfach ruhig ein bisschen hier einfach warten, bis die Zone erstmal zu. Aber wollen wir nicht höher steigen eigentlich, oder? Oder hier warten? Habt ihr jetzt hier nichts gegen? Ruhig. Ja, meinst du? Oder? Gut. Ja, ruhig. Da sind wir ziemlich mittig dann. Ich dachte, wir steigen noch ein bisschen höher, um einfach mehr zu sehen, aber wir können auch hier bleiben. Ja, was? Jetzt, was ist denn das? Flugzeug? Ja, ne? Mhm. Flugzeug. Kurz gucken, ob welche uns von links pushen. Westen. Bitte nicht den Airdrop uns auf den Kopf. Nee, nicht ganz uns, bei uns auf dem Kopf, der ist aber genau Richtung Norden. Westen steht merkwürdig am Baum. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich von uns aus nach Norden. Mhm, gehe ich mal von aus. Ich sehe welche bei 240, ziemlich weit weg bei der anderen Ortschaft. Komm zu dir in die Nähe. Ich weiß auch nicht, ob ich das Feuer auf die eröffnen soll. Hinten, an der Kuppe genau, 240, an dem großen Fels. Besser erstmal nicht. Ja. Ja, ich glaube, das ist eher Quatsch, ne? Wir verraten unsere Position und wir erwischen sie jetzt, glaube ich, nicht auf der Distanz. Ja, die laufen schön offen, ne? Aber lass wir mal noch ein bisschen näher kommen. Ja. Ach, die sind hier auf der Boundary. Ah. Ja. Jetzt können wir Feuer auf die eröffnen. Wie sind sie denn nah genug? Lass sie am Baum erst vorbeilaufen. Genau, und dann machen wir das. 3, 2, 1, Feuer frei.
Ein Hit hat der erste. Sind sie hinter Baum? Ja, die sind hinter Baum, die kleinen Schweine. Die müssen auf uns zukommen. Mhm. Wir haben Zeit, wir können locker in die Zone reinlaufen. Einer sollte nur von dem Team nach hinten decken. Hat noch jemand einen Scope von euch eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Nope. Holo. Okay, Positionswechsel erhöht. Mhm. Also von der anderen Seite sehe ich sie nicht. Jetzt schießen sie zurück, obwohl wir weg sind. Ist auch geil. Das wissen sie aber nicht. Und wo kommen sie? Von jemand anders noch beschossen. Kommen aus Richtung 240, ja. Ich sehe einen hinter dem am Stein. Am Wasser gerade. Rennt vor der Boundary weg. Richtung 210. Jawohl, die vorne am Stein liegen welche. Einen habe ich ausgenockt. SW südlich am Rand. Sehe sie. Ja, kann ich nicht sehen, kann ich nicht drauf wirken. Treffer. Ich habe einen ausgenockt, das warst du jetzt, ja. Die sind beide schon ausgenockt von mir. Ich höre Schritte. Einer läuft ich bin's. Okay. Ich habe einen Kill. Aber er lebt noch, der andere, ne? Nee, der ist auch tot, der linke. Hast du zwei Kills bekommen? Ich hab nur einen. Ich hab keinen Kill bekommen, deswegen müsste eigentlich noch jemand dem aus dem Team, ne? Ja, die haben auch, die werden von unten auch noch beschossen, eben am Rand da. Mhm. Rechts von dir ist eine Gruppe, 285. Haben wir uns gesehen? Ja, so. Sehe ich. Muss mich heilen. Scheiße, sie haben mich getroffen. Na, komm mal zu mir, Wiesen. Ich stehe auch unter Beschuss. Von wo werdet ihr denn beschossen? Bei 85 Grad. Ich bin ausgenockt. Ich bin sicher hinterm Stein. Ich komm zu dir. So, ich hau mal kurz ab nach hinten in die Boundary rein und heile mich. Ich revive dich gerade. Woo, Strider, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Ich zieh mich auch zurück erstmal. Die moven weiter eine Runde in den Graben rein. Ich zieh mich zurück, wegen der Zone auch. Ja. Heil mich grad hier weg. Hm. Jetzt sollten wir eigentlich alle drei sicher hinter der Boundary sein. Ja, sind wir. Die probieren uns natürlich jetzt hier zu umrunden so ein bisschen. Und die sind außerhalb der Zone, die haben jetzt Stress gerade. Ja. Okay, gut, dann müssen wir sie eigentlich versuchen abzufangen, ne? Ja, wir müssen jetzt, lasst uns weiter versuchen, auf diesen Hügel raufzukommen, über die rechte Seite. Wir sind eh so gut wie tot. Lass uns einfach neue Position suchen. Genau. Bisschen höher, ne? Ja. Höher, weiter hoch. Wir müssen eh in die Zone rein. Ich gehe da auf den Stein bei 015. Ich glaube, die schaffen das nicht mehr hoch, oder? Das weiß man nicht, die können ja auch nicht gegenhalten, aber das soll uns dann egal sein. Wir haben ja die super Sicht hier. Ja, ich werde beschossen. Von hinter mir. Ja, sehe ich. Feuer, wo sind die? Wo sind die? Auf 165. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ja, hat mich ein, zweimal erwischt, aber nicht schwer. Ich heile mich kurz. Verband geben. 165, wo ist der ungefähr? Fuck, er trifft mich. Ja, der liegt der liegt im Gras bei 165. Da rennt noch einer über die Straße. Der ist am Baum. 165 am Baum. Ja. Der vom Baum weggerannt, weiß das jemand? Ich hab einen. Ja, einen Kill. Wow, das war ein Headshot. Ein Treffer, tot, auf Süd. Okay, warte. Südlich am Baum müsste noch einer sein. Da hatte ich einen gesehen oder ist der weggemoved? Nee, ich glaube, der muss da noch sein. Der ist in unsere Richtung gerannt, auf jeden Fall. Über die Straße drüber, an den Baum drüber. Ob der sich jetzt bewegt hat, weiß ich nicht. So auf den Baum auf 195 oder was so rum? Oder wohin? Naja, 165. Ah, okay, nee, dann. Das ist ein anderer gewesen, den ich erwischt habe. Vielleicht sollten wir unsere Position verlagern, hä? Wir sind gerade ganz gut hier. Umgebung sicher. Geh ein bisschen zurück. An den Stein. Der ein Spieler? Ja, wo? Ach du Scheiße, wir sind so gut wie tot.
Was denn? Wir sind mit in der Runde von Moondice 7 wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Wie kommst du jetzt darauf? Aber ich meine nur, egal. Hast du ihn gesehen? Ja, die sind weiter weg hier hinten. Ich sehe nur diesen lächerlich gelben Trainingsanzug. Zone kommt. Ist da noch einer am Leben von dem Team da unten? Ja, die sind jetzt außerhalb der Zone. Ich sehe sie leider nicht. Ich sehe leider. Ich habe noch einen Kill gekriegt. Tot. Kannst einer du von denen aber... Beschossen? Von wo, RC? Weißt du es? Komm runter. Ja, dachte ich mir, wir müssen. Das ist halt jetzt ein bisschen das Problem. Wir haben einen langen Weg bis zur Zone im Vergleich. Und im Norden. Wir zirkulieren rum. Ja, links oder rechts rum? Rechts rum würde ich sagen, check. Oder? Rechts rum. Ja. Denk daran, einer müsste da noch sein. Einer ist durchgekommen. Ja. Assi, hast du noch irgendwas zum Heilen für dich? Ja, ich bin gerade dran. Was der da unten sein, Mann. Was war? Eigentlich müssten wir ihn doch sehen. Kann auch sein, dass er schon weitergeht. Ich habe keinen Helm mehr. Ich habe auch keinen Helm mehr. Ah, Schüsse? Ja, auf vorne euch? Direkt. Ja. Diese nicht? Sie sind direkt auf Westen oben, oberhalb von uns. Ja, neben diesem kleinen Bäumchen da. Und ich habe Schüsse auf 15 Grad. Ja, ich sehe ihn auch. Der ist, Teflon, hast du ihn erwischt oder dich? Nee, ich sehe die nicht, kann ihn nicht sehen. Da war einer, Nordosten ist einer lang gerannt. Jetzt ist er wieder oben einer. Rechts von dir ist einer hoch lang gerannt. Achtung, Aschi, wir haben auf 2,40. Ja. Ja, ausgenockt. Ist tot, jo, ich habe den Kill. Aber einer weiter zirkulieren, lauft mal weiter rum. Ja, wir müssen weiter. Stefan, du rennst in die Richtung, wo einer noch war, ja? Da habe ich einen gesehen vorhin. Ja, ich weiß, ich muss aber. Könnt ihr mir vorstellen, dass er in der kleinen Hütte ist da hinten oder hinter dem Baum auf dem Rand vor mir, Smoke vor mir. Ich sehe einen oben halb. Auf was? Ausgenockt. Hab einen Kill. Wer hat von oben beschossen? Ja, ich höre die Schüsse, aber ich kann niemanden sehen. Ja, shit, die Boundary kommt. Ich bin tot, ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Da oben rennen sie. Über euch! Ne, und bin down. Waren auch noch mehrere. Ich bin gedownt. Bleib mal da. Nee, da hast du keine Chance hier oben. Die sitzen da irgendwie von oberhalb. Ganz schlecht, jetzt sitze ich hier in der Mitte. Weasen, du machst das, Alter. Ja, ich sehe gerade nur nichts. Gucke mal noch, ob ich vielleicht noch zu dir hingekommen bin. Oh, da ist er tot. Ja, jetzt ist der war ja noch hinter dir anscheinend. Ach, fuck! Rang 3. Was habt ihr? Ja, 2 Kills. Zwei Kills immerhin. Wie immer null. Motherfuck! Aber gut, so schlecht für die erste Runde war es gar nicht, finde ich. War sehr erfolgreich dafür, dass es ja auch zusammengewürfeltes Team jetzt war. Ja. Das war doch spannend. Das war ein guter Kampf, du kannst auch nicht immer gewinnen. Sehr schön. Dann kann nicht Wiesen irgendwie ein Raumschiff hat. Ja, ohne Raumschiff fühlt sich das Leben halt auch nur halb so schön an. Sehr gut. Irgendwann, wenn Wiesen dann so 70, 65, 70 ist und er dann mit Raketen zum Mond fliegen kann, genau. Der dann da sitzt und sich freut. Ja, der Komfort müsste aber auch noch ein bisschen besser werden. Ja, das wird bis dahin noch. Kriegst du auch dein Cocktail mit dem Schirmchen. Genau, ein Schwerkraft wäre halt nett, ich glaube. Die Dauer nervt, das ist schon ziemlich mit diesen Vakuumtoiletten. Okay, nächste Runde? Wenn Vakuumtoiletten deine einzige Sorge sind im Weltraum. Ach, der Rest wird schon klappen, meistens. Nächste Runde? Ja, ruhig. Geht schon los. Ja. Ganz kurz abgehakt. Moment. Ach so, halt. Bist du denn jetzt? Ihr wollt mich vergessen, ich hab das schon gehört. Dann lass es doch zurück in die Lobby gehen und ich mach mal für die Runde meinen Platz frei. Ja? Gut. Schau euch dann einfach, ich höre euch einfach zu und schau Sawyer zu und mach blöde Kommentare. Gegebenenfalls. So, ich bin wieder in der Lobby. Achso, Teflon ist mitbekommen. Ich bin jetzt auch so. Bin aus dem Team raus, mein Platz ist frei.
Ja. Kann ich mir mich gerade noch so rein Brot machen und euch zuschauen? Bin ich nicht unglücklich, dann kann ich die ganze Zeit refreshen und gucken, ob ein neues Update da ist für Steel Division. Okay. So. Thais, hattest du mich schon mal zugefügt? Und ich glaube nicht, nein. Moment. Und Teflon, hast du das jetzt mitbekommen eigentlich? Weil jetzt ist er offline. Nee, da bist du. Komisch. Eben warst du bei mir offline angezeigt in der Friends List. Oh, sind alle rausgegangen, sehe ich gerade. Mhm. Ein Absturz? Na, wir sind alle rausgegangen, weil ich wollte doch den Platz für Thais freimachen. Das war doch die Idee dahinter. Deswegen alle nochmal zurück in die Lobby, Thais reinnehmen und dann könnt ihr als Team spielen. Ist jetzt eine Runde aus. Ja, ich bin auch gerade rausgeflogen. Na, siehst du, klappt ja wie am Schnürchen. Yay. Yeah. Technik, die begeistert. Also Moondai ist auf jeden Fall im Duo unterwegs, schreibt gerade ein Glück. So. Thais, willst du mich jetzt mal bei Steam adden? Geht gleich los. Ich lege jetzt nochmal die Outdoor-Garderobe an. Die Outdoor-Garderobe. Bitte sehr. Ich bin froh, dass ich ein T-Shirt und eine Hose habe. Weißt du, in Bermuda-Shorts und Flipflops aufs Schlachtfeld. Ja. Nein, da können sie sich nicht looten. Da können sie nicht looten. Sehen sie nicht, da liegt mein Handtuch. Genau. Mein Handtuch lag hier zuerst. Jo, was ist nur jetzt? Bin ungeduldig. Wie so ein Hund, wenn Herrchens die Leine holt. Genau. Ja. Gassi? Gassi? So. Spielen? Irgendwann schaffe ich das auch nochmal. Weißt du, wie der Hund aus Disney's Up? Kennst du den? Dieses weiße Flokati-Viech? Mhm. Ist auch so. Mir fällt da der Hund ein aus Ab durch die Hecke. Ja, auch so. Der ist auch so drauf. Spielen? 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 Genau, spielen? Stimmt. Spielen? Genau, stimmt. Bist du mal zu adden hier? Mir zeigt da nichts an. Na, sag mir mal, wie du heißt bei Steam. Ihr könnt euch auch direkt mit Unterstrich am Ende. Ihr könnt euch auch direkt in PUBG adden, ne? Das geht auch. Richtig. So, nochmal, wie TIE Fighter, wie im TS. War das erste, nicht das ohne Komma. TIE Fighter und dann Unterstrich. Wollte unbedingt haben. Okay. Ich habe hier zwei davon. Einer hat einen Diamanten und einer hat einen wirklichen TIE Fighter. Okay. Was ist dein Avatar? Was habe ich denn da? Ein TIE Fighter, genau. Da kommt noch eben was. Ha. Einladung an dem. Hat funktioniert? So. Hallo Mykros. Cool. Gut. Mal kurz diesen Reward Crate noch nehmen, damit ich für den nächsten sammeln kann. Gut. Okay, let's go. Ach so. Irgendwer muss doch auf Ready drücken. Mhm. Ah. Ich war's. Thais ist noch nicht so ganz wach heute. Richtig. Naja, wenn dir die AK-Kugeln um die Ohren fliegen. Dann schlafe ich ein, richtig. Genau. Oh, ist er ausgenockt. Headshot? Nee, eingepennt.
Jetzt habe ich als einzige Waffe noch den Revolver gekriegt. Nee. Ja, los. Gib mir 556er. So. Jetzt. Ja, Mykros, danke schön. Wir haben viel Spaß beim Streben. Nach dem Gewinn, nach dem Sieg. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was du gemeint hast. Ich glaube, da hat sich ein R und ein E vertauscht. Wo ist denn Sawyer? Ach, der hüpft da schon wieder über Tisch und Bank. Ich hüpfe über Tisch und Bank. Und blute. Woran mag das wohl liegen? Ja. Hey! Blondie, hör auf mich zu schlagen! Oh. So, wie schön. Direkt von Süd-Südost geht die Reise los. Yay, wo wollen wir hin? Ich würde... Was haltet ihr vom Prison? Bisschen abseits, guter Loot. Könnte man hin. Da geht's dann raus. Scheiße. Dann sag ich Bescheid. Weit, ne? Ganz kurz AFK. Was? Wie? Wo? Was? Ist zu weit. Da müssen wir nach Savannah fliegen. Okay, dann gehen wir ins Hospital. Oder Hospital. Ja, Savannah wäre auch zu weit. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt gerade. Hospital werden wir wahrscheinlich noch Besuch bekommen. Ehrlich. Und? Und? Raus. Go. Oh Gott, der arme RC. Da fliegt er. Was sagt der Wetterbericht? Bisher noch nicht viel, ne? Der Wetterbericht sagt, klarer Himmel. Bisher ja. Sieht gut aus. Milaiki. So, kann jemand beim Ab... das Problem hier ist gerne, kann jemand beim Springen auch schon mal gucken, ob er irgendwo ein Auto sieht? Boah, da sind zwei, die mit uns runterkommen. Drei. Also bei mir zumindest. Auch aufs Hospital runter? Nee, sehe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Sind weiter weg. Sehe keine bei mir. Sind wir denn hier die Einzigen, die zum Hospital fliegen? Ich glaube ja. Wo sind denn die anderen hingekommen? Ach, bei Firefighter ist vier Leute früher gelandet. Ich bin auf jeden Fall nicht da, wo ich sein sollte. Sondern wir sind hier alleine. Ja, wir sind alleine. Ist hier schon. Wir sind, glaube ich, ja, ich versuche mich zu euch durchzuschlagen. Der Paketbote kam leider dazu. Wie wundervoll. Naja, ja. Wir looten mal für euch mit, ne? Ja. Ich bin Paul, hier. Keine Waffe da. Ich hasse das. Mann, was soll denn das? Ich werde nicht lange mitspielen. Ach, sag doch sowas nicht. Ich renne hier übers offene Feld, direkt an zwei Spielern vorbei, die am Looten sind. Ich glaube, das geht nicht lange gut. Lauf! Wieso? Bin schon tot. Was? Stimmt doch gar nicht, oder? Gut, ah, dabei doch. Vielleicht. Doch, da ist er tot. Läuft ja. Was ist denn da jetzt schiefgegangen, TIE Fighter? Ich hab grad nichts aufnehmen können. Es ist immer so, ich hab ja jetzt nicht viel gespielt, 7 Stunden oder so. Jedes Mal, wenn ich runterkomme, ist fast nichts da. Georgopol halt. Ja gut, du musst ein bisschen warten, ne? Das Zeug spawnt auch nach. Ja, aber in der Zeit bin ich tot, wie man ja sieht. Da ist nichts mit warten. Entweder Waffe oder tot. Gibt nur die beiden Möglichkeiten. Oder verstecken. Das war, glaube ich, bin ich Dritter geworden. Einmal. Das Geile ist eigentlich, Jungs, guckt euch mal die Zone an. Also RC, wenn... Nice. Ich würde echt mal RC sagen, mach mal wirklich ganz auf der Zurückhaltende und versuch mal hier anzukommen, weil wir haben theoretisch das ganze Hospital gerade vor uns hier. Ja, ist doch gut, ich brauche erstmal eine Waffe. Ich habe bisher auch nur eine Schrotflinte. Crossbow also. Habe ich für dich. Ich habe gerade mal eine 9mm. Ein Rucksack, eine Brechstange, Wahnsinn. Warum haben die eigentlich bei dem Revolver nur so einen schwachen reingemacht? Warum haben sie da nicht eine 45er reingemacht oder sowas? Der killt ja schon für alles, was du damit triffst. Ist es so? Ja. Ich meine, das ist 7,62er Munition da drin. Das ist schon ganz schön hart. Ja.
Macht einmal Puff und dann kannst du auch schon wieder durchwischen. Das Problem, ja. Schön gesagt, aber das Problem ist vielmehr halt, dass du halt nur 6 Schuss hast. So, you gotta make them count. Ja. Und die Feuergeschwindigkeit ist nicht so schnell, ne? Also ja. Genau das Gegenteil für, naja, eine Waffe, die ich nähe, die ich mögen könnte. So, Spray and Pray. Genau. Glaubst du, was ich in Star Citizen mit meiner Polaris machen werde? Sobald die erste Idris aus dem Dings kommt, wird aber sofort teuer. Das wird ganz schön teuer, ja. Spray and Pray mit der Polaris wird auf jeden Fall nicht ganz unkostenintensiv. Nee, du bestimmt nicht. Ja, aber sobald die erste Idris vor mir aus dem Dings kommt, da ist ein Holo. Bist du close? Sofort auf braunen Alarm wechseln und sämtliche Torpedos absetzen. Brauner Alarm? Brauner Alarm? Das klingt ja ekelhaft. Das klingt echt. Ja, sich vor Angst in die Hosen machen. Brauner Alarm. Ich höre Schüsse auf jeden Fall, nicht weit entfernt. Wie mal zu dir zu finden. Ja, ich bin eine Etage unter dir, glaube ich. Aber. So, ich habe immerhin eine M16 gefunden, aber noch nicht richtig viel Munition, leider. Ich habe auch nur 60 Schuss auf der Serie. Ja, ja, genau. Nur 60 Schuss, Mensch, ich habe eine Pistole. Na, ist doch gut. Die hat wenigstens alle Waffen gehabt, ich nicht. Aber wo Waffe, ich kann mal irgendwie den Beobachter umschalten. Ja, Bild hoch oder Bild runter, ja, ne? Ja, Bild auf, Bild ab, ja. Ah, danke. Yay, yeah, ein Crossbow. Na ja. Fucking kidding me. 250 oder so? Es ist zu wenig Munition hier. Assi, wie weit bist du weg? Luft bei mir. Boah, Assi, du bist ja mega weit weg. Ja, ich muss mir erstmal ein bisschen was besorgen hier, weil nackig renne ich hier nicht durch die Landschaft. Ja, aber du heizst durch zu den anderen, wenn du ein Auto findest, ne? Sorry, ich bin schon außerhalb. Mhm. Weil ich glaube, die anderen beiden haben ziemlich Loot da, wo sie waren. Ja, geht. Ist okay. Geht. Ist es okay? Ist es jetzt noch nicht der Knaller? So, ich komme jetzt zu dir nach draußen und nehme uns die restlichen Häuser vor. Die waren nämlich überall nirgends. Irgendjemand. Verzeihung. Was war das denn? Meine Güte. Aussetzer. Du willst doch, dass der Staatsschutz uns hier noch überwacht. Wie sind wir wieder runter starten? Nicht parallel, nee. Ich warte. Okay. Ich warte. Ist alles gut. Hey. Hier ist ein First Aid Kit. Dauert auch gerade hier zu. Hey, jetzt lass mich doch die scheiß Schrote nehmen. Benzinkanister. Das ist ja nicht schön, jetzt eine Stunde zuzugucken. Na, das wird, glaube ich, nicht so lange dauern, oder? Boah, okay, ich hätte jetzt bis in den letzten drei. Hier, ja, Entschuldigung. Also mir zuzugucken lohnt sich praktisch gar nicht. Sofort, das ist sehr entspannt. Es ist, endlich mal die Landschaft in Ruhe genießen. Ja, ja, so ungefähr. Also. SKS liegt hier oben noch. Ich spiele PUBG auch nur wegen den Landschaftsaufnahmen. Mhm. Ja. Wegen den dramatischen und tollen Sonnenuntergängen. Genau. Ich hätte nur gerne noch eine ordentliche Weste und Munition, verdammt. Also Munition habe ich jetzt. Viel. Also 762er Munition. Kann ich die mir totschmeißen? Muss ich auch, weil ich keine andere Waffe habe. Ach, der RC, der ist immer so putzig. Ich bin am überlegen, ob ich, soll ich die Kugeln einzeln nehmen und so peng, peng, peng hintereinander oder soll ich die ganze Packung mitnehmen und an den Kopf schmeißen? Ja. Stufe 2 ja, Rucksäcke, kann ich auch mich mit tot schmeißen. Und wegrennen. Ich hab so viele Rucksäcke hier, ich kann dem halben Server einen Rucksack über den Kopf ziehen und die ersticken damit, aber... Ja, wieso nimmst du die Weste nicht mit? Du hast die Polizeiweste liegen lassen. Ich dachte, ich habe schon eine an. Ja, die angezeigt im Bild. Juhu, ich habe eine M416. Juhu. Noch ein Erste-Hilfe-Koffer, wie schön.
Was nehme ich denn? Das Holo da drauf? So, wenn ich jetzt noch ein bisschen 5-5-6er Munition kriege, bin ich ausgerüstet. Dann Feuer, vielleicht ich noch. sehe den Wagen. Okay. Östlich. Oh, Radfalle. Da. 300 Meter ungefähr weit weg. Noch ein Stufe 2 Rucksack. 100. Okay. Okay. Nee, nicht. Okay, bauen wir erstmal hier. Noch ein First Aid Kit. Sehr schön. Jetzt. Nachdem mich das erste Hochhaus so enttäuscht hat, will das zweite wohl was gut machen. Im Holo-Side komme ich ja gar nicht klar, ne? Nee? Ich liebe das Ding. Nee, das versperrt ich mag das Holo. Den Blick, ja. Als finde ich das Red Dot irgendwie besser. Oh! Polster. Quatsch, dann brauche ich alles nicht, den Unsinn. In Energy. Oh, was ist das schön, leere Badezimmer zu durchsuchen. Oh, ja, Stufe 2 Weste. Dankeschön. Ja, sehr schön. Habe ich auch gerade gefunden. Ist da noch ein Blendgranate? Gut, nee, die brauche ich jetzt nicht. So, jetzt noch ein Red Dot, ein Holo oder ein Scope und dann. Ah, jetzt noch ein Vielfachsucher, ein Car, ein Auto. Eigentlich irgendwo eingegraben. Jetpack. Eine F-16. Eine F-16 habe ich. Eine F-16 hast du? Achso, eine F-16. Das will ich sehen. Eine F-16, okay. Das findest du auf dem Rollfeld, weißt du? Kannst du ja eine MiG-29 jetzt auch tun. Ein Hind wäre geil, dann könntest du die Leute richtig absacken, so. So, Arcee, wie seid. Ach, du bist nur auf der anderen Seite des Flusses, naja, das ist ja, okay. Ich musste ein bisschen looten, die Hochhäuser sind mir da so vor die Flinte gesprungen und da dachte ich, komm, ich spring mal hinein. Spielen wir heute mal solo. Aber es hat irgendwie auch gerade Glück, ne? Du bist so komplett JVD und hast keinen einzigen Feindkontakt, ne? Ja, wie gesagt, AFK, Paketboote und ich bin dann zusammen mit den anderen AFKlern rausgeschmissen worden. Auf dem letzten Fleckchen Land, was es auf dieser Insel noch gibt. Die Handschuhe waren jetzt richtig wichtig, Sawyer, ne? Das ist immer, Style ist alles, Weezen. Ja. Das ist der einzige Grund, warum Gegner nicht auf dich schießen könnten, weil sie von deinem Style geblendet sind. Style ist alles. Hier ist offen. Nee, okay, nee, weg hier. Ich will ein Auto. Hallo, Auto, Taxi. Wie groß ist die Chance, dass ich hier drin irgendwo ein Taxi... Ja, da drüben eigentlich ist die Chance ganz gut. Ah, noch ein Verband. Ja, schön. So. Meine Herren. So. So, wer hätte noch eine Stufe 3 für mich? Jawohl, langsam anmaßend. Ist ja der Schrein. Assi, mach dich bereit. Ich hol dich. Ah, okay. Oh je. Soll ich mitkommen? Oder Nein. Hast du einen Buggy oder was? Ich würde über den Auto sehr schnell runterzuschießen. Was, bist du was über die andere Seite von der Brücke, ne? Hüpf, ne, du musst nicht, ich schwimme auf die andere Seite. Mach das doch. Ich komm zur Brücke. Ich renne aber unten am Strand entlang. Das ist sicherer. Kann schon nicht mehr machen. Mann, bist du besoffen? Man wird da schwindelig beim Zugucken. Wer, ich? Irgendwer schießt doch nicht. Bei dir. Vorsicht! Ich sag doch, soll ich mitkommen? Oh, hast du ein Schwein. Scheiße! Nein, den hast du erwischt? Ja, unglaublich. Wer hat Glück als Verstand? Oh, ich hab ein Boot. Ach, hier spielst du dein eigenes Spiel da hinten. Was genau macht ihr da hinten eigentlich, Jungs? ich versuche immer noch auf die andere Seite der Brücke zu kommen und jetzt Boot. Ihr solltet euch langsam mal Teflon 1A sammeln, ne? Kurz quiet, please. Das hättest du eigentlich nie überleben dürfen auf dem Motorrad. Psst. Aua. Was von dir? Ist noch einer. Also Richtung Südwesten oder hey, so. Nee, ist noch einer. Teflon, kannst du unten ans Wasser kommen? Nee, gerade nicht.
Da stehe ich nämlich mit einem Boot. Hier laufen welche um mich herum, pass auf. Das Besuch. Ach, sie kommen raus. Steig raus. Du bist so kleine Hure. Um die Uhrzeit. Na, hör mal. Entschuldigung. Cool. Ja, shit, jetzt werde ich auch beschossen. Ah, da, von da, alles klar. Dankeschön. Tja, leider kein sehr guter Schütze. Teflon, ich komm zu dir. Probier den gerade zu finden, den Schützen. Okay. Ich hab ein Zweifachscope für dich oder sowas, falls du das brauchst. Pff, ich hab eigentlich ein Holo. Ah, hier ist noch ein Holo. Hey. Muss mir erstmal von denen jetzt ein bisschen was looten. Die haben ja alles zerschossen, die Schweine. Hm, super. Oh, der eine hat zig Vielfach-Scopes. Jo. So gut. Ich irgendwie eine geile Waffe. Brauchst du noch Mun? Warte nicht. Ich wollte hier zu looten. Okay, ich habe hier eine Menge 762 Mun dabei. Alter, haben die keine Weste gehabt? Scheint nicht. Hm. 5, 6. Ach, shit! Hey. Wo ist der Kerl? Den gerade auch nicht. Der Typ denn? Hm. Hier ist irgendwo noch ein Spieler, der zwar ein verdammt schlechter Schütze ist. Wir sehen rechts, wo du hinguckst, links. Bei 75 irgendwo. 75? Ungefähr. Da habe ich ihn gerade laufen sehen, beim Haus da hinten. Ach, ah, da. Da läuft einer. Ja. Ah, shit, ich war noch auf Automodus. Fuck. Bei dem kaputten Fahrzeug müsste jetzt, glaube ich, sein, wo er da ist. Naja, das ist der gleiche Typ. Wo ist der? Auf 100, 105 am Gebäude irgendwo. Okay. Da kommt er, zwischen Gebäude und Mauer, ja, ist er. Okay. Ach, shit, jetzt hat er mich ausgemacht. Boah, da ist doch noch irgendeiner. Teflon, ich komme mal zu dir rüber. Problem ist, ich sehe den nicht. Er ist direkt an der Mauer entlang sozusagen. Von hier aus kann er uns nicht erwischen. Warte. Ja, doch, kann er doch. Danke. Assi, Deckung geben? Ja. Mein Gott, ist das jetzt? Habe ich das ganze Viererteam von denen ausgelöscht? Wenn der keine Weste jetzt für mich hat. Das größte Problem. Wo ist der Loot? Dann auch Beschwerden über den Loot, weil Leute abschießen. Wo ist der Loot? Wo ist die Kiste? Keine Ahnung. Ich weiß, hab ihn nicht gesehen. Nie zu gesehen. Bin ich weit hinten. Assi, such. Achtfachsucher. Oh, krass. Damit hat er mich nicht getroffen? Zweimal? Wahrscheinlich war er zu nah dran. Ah. Wenn dann einer ein Vierfach hat, nehme ich einen. Aber hat er ja sonst noch was Interessantes nichts dabei? Ja, auf jeden Fall ein Achtfachsucher. Also interessant wäre zum Beispiel noch
5 bis 6er Munition. Ja, 5 und 6er ist hier noch drin. Holos? Oder sowas in der Art? Für einen Holo kann ich dir geben. Und 5, 6er. Und zweifach. So, da liegt ein Holo. Liegt da drin, in der Itemkiste. Mhm. Das brauche ich nicht. Nehme ich mal. Braucht noch einer 762? Nee, nee. Jetzt wird rechts von euch überlassen. Das Holo liegt jetzt nicht in der Kiste. Warum auch immer. Das liegt daneben. Okay. Scroll mal ganz runter. Wir müssen uns moven. Ja. Ja. So. Ist raus, ja. Okay. Gut. Let's go. Wo ist denn jetzt die 762er Muni? Da. Okay. Mein Gott, du rennst da vor, Teflon. Ja, der muss ja auch aufrollen. Richtig. Muss er. Vielleicht wäre ich ja hier ein persönlicher Bodyguard von dir. Ich kann Stress mit. Aber wenigstens bin ich schon mal im Team. Also beim Team wieder dabei. Ja, das hat auf jeden Fall noch geklappt. Oh, du hast einen Silencer dran, das ist ja schön. Das ist ein Busch oder das ist ein Typ? Wo? Wo denn? Feuer einfach. Feuer einfach. Ja, schießen, dann fragen. Leider nur Zweifachsucher. Gar keinen Sucher, ich habe nur ein Holo. Zwei Holos. Ich meine, hier waren wir ja. Hier kann ja schon mal erstmal nichts sein. Nein, das heißt nichts, dass, hier, dass wir hier waren. Also, du meinst jetzt an Loot, ja. Oh, da hinten, ich habe ein Auto auf Auto, ein 195, südlich. Ja, genau. Ja. Ich feuer mal nicht. Schüsse vorher. Okay, Zone kommt jetzt von hinten. Ja, wir können ja erst links gucken. Von dir ist Feuer. Hier. Rechts von dir, Entschuldigung, rechts. Rechts? Ja, da hat sie ihm gefeuert. Ja, ich höre das. Noch weiter. Noch weiter? Da irgendwo, genau. Da der Jeep da vor sein. Uns, der ist doch auch, der da vor uns an der Straße steht, der ist doch auch, nicht gespawnt. Doch, der ist gespawnt. Der ist gespawnt, glaube ich auch. So, wie geht's denn weiter mit unserer Zone? Oh. Ja, den Jeep, könnten wir auch glatt nehmen dann. Wo denn? Grad ist jetzt so hinter einer Hügelkette verschwunden. Ja, schnappen wir uns jetzt den Jeep. Relativ alt bewegen, ne? Relativ. Schnappen wir uns den Jeep. Wir holen den Jeep. Wir holen den Jeep. Ich fahre uns mit dem Jeep dann direkt in diese Felder rein und dann... Ja, irgendwie außen am Rand, ne? Hier unten rein. Hier hin, würde ich sagen, passt. Ja, okay, gut. Kann ich machen. Dann durchs Kornfeld robben, oder was ist der Plan? Naja, dann wir pfeffern jetzt durchs Kornfeld und dann fahren wir auf den Berg darauf. Auf Blau. Blau müssten noch Bäume sein oder sowas. Willst du fahren? Guter Fahrer. Bin drin. Tito. Oder doch rot. Sag was, Feuer. Nee, fahr durch. Oh oh. Okay, und raus. Aha, okay. Vor uns, Kontakt! Wo? Ah, shit, ja, sehe ich. Noch vor dir. Hab ich ausgenockt? Da ist noch ein Zweiter. Ausgenockt. Jo, hab ihn. Hab einen Kill?
Ja, da schießt noch einer. Von hinten beschossen. Von hinten? Ja. Sicher? Ja, von hinten. Okay. Ja. Scharfschütze auf jeden Fall. Wäre nice, wenn mich jemand hier holen könnte. Ja, ich werde gerade ziemlich heftig beschossen. Ja, bin dabei. Komm. Rauch vielleicht? Eine ganz ungünstige Position. Ja. Ich weiß. Aber wir sind hier safe, er sieht uns gerade nicht. Smoke? Eine Granate. Das war RC. Okay. Komm, let's go. Jetzt. Okay. Ach, sie, Deckung gehen von hinten? Jetzt hat mich einer getroffen. Mann, was soll das denn? Ach, scheiße. Von hinter uns auch? Ja, von hinter uns aus Richtung 165. Wir müssen da weg. Da ist einer. Bei dem Baum. Den. Ich muss mich heilen. Reloading. Den nicht mehr. Hinter uns. Fahrzeug. Sehe ein. Einer von vorne aufpassen. Asi, du hast den von vorne im Blick, den du gesehen hast, ne? Ja, 165, ja. Wer kommt zu uns in unsere Richtung? Sind zwei. Bin wieder ausgenockt. Ah, shit, echt jetzt? Motherfuck. Ich auch. Fast. Oh oh. Da kommt ein Motorrad. Buggy. Buggy, irgendwas. Und hält natürlich genau. Ja. Ganz cool, bleib mal. Ist jetzt cool. Genau westlich. Warte erstmal, warte erstmal. Wo 8, 5? Oh je, yeah, shit! Die kommen hier direkt durch! Oh, ich bin schon wieder fast tot, das gibt's doch gar nicht. Ja, ihr habt den anderen. Hast du den anderen? Ich hab auch einen. Sehr gut. Sehr gut, Buggy ist ausgeschaltet, aber da unten die zwei, die aus Richtung 165 kommen, die kommen aus derselben Richtung. Ich verbinde mich gerade. Ja, muss mich auch heilen. Halt euch erstmal. Ja. Doch boosten, wenn's geht. Mache ich auch, ja. Gib kurz Deckung wieder. Ich sehe ein offenes Field. Hab ein. Die Weste gerade kann ich vergessen inzwischen. Nein! Fuck! Wo kam der jetzt her? Los wieder, pass auf, Passi. Sehen. Lauf, Boris, lauf. Ja, das war's. Ja, das war ein ganzes Team jetzt. Ja. Drei Leute. Trotzdem, eigentlich wieder eine relativ gute Runde für die beschissene Zone. Zwei Kills immerhin. Und am Ende war es jetzt blöde, auch mit den verbrannten Verbandspaketen, wenn du nichts mehr anderes hast. Dann musst du am Ende die ganzen Dinger auspacken, da bist du wahnsinnig. Ne? Man muss dazu sagen, wir waren umringt von Leuten. Wir haben Close-Kontakt gehabt, den wir überstanden haben. Sechs Kills. Na, nicht schlecht. Ja, ich habe diesmal auch tatsächlich zwei Kills. Ey, die M416 ist schon echt hart. Das ne? ist eine geile Waffe. Die ist super, super Waffe. Ich liebe die auch. So, soll ich jetzt eine Runde mal aussetzen, Wiesen? Ja, man kann mich wieder einladen. Ich kann auch warte, aussetzen. Ich gehe raus. Ich muss jetzt gerade nochmal kurz abkacken. Dann lass das hier raus, wenn er erstmal kurz... Okay, dann wenn du irgendwas tun kannst. Was habe ich denn raus? Oh, ist zu blöd, ich muss trotzdem kurz wohin. Ja, ich bin aber sofort zurück. Ja, kurze Biobreak, ich gehe auch kurz auf die Toilette. Und ich öffne hier mein Crate. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Ein Baseball-Cap, ehrlich jetzt? Das Einzige, was ich überhaupt nicht haben will? Klar, was sonst? Schön, dass ihr alle Crates kriegt. Ich geh auch kurz was wegmachen, bin in einer Minute wieder da. Wiedersehen, wird gleich wieder verkauft. Brauch ich nicht. Quatsch. Also, und jetzt hat er es trotzdem. Schön, dass ihr alle Crates kriegt. Ich krieg nix. So, jetzt bin ich auch kurz AFK. Bis gleich. Irgendwas Gutes. Nein, Mist. So, da kann ich eingeladen werden. Hallo? Ja, Wiesen, ich kann dich leider nicht einladen. Wo ist denn der Sawyer hin? Biobreak. Mann, der ist hier bei Star Citizen. Parallel. Warte mal, wie heißt du denn? Wiesen oder ganz normal? Wiesen eigentlich, ja. Oder heißt du auch Teflon hier oder wie heißt du hier?
Teflon GER, genau. Zusammengeschrieben, ne? Jawohl. Ich hätte ich mal direkt bei Teflon GER. So, wieder da. Da bist du schon. Oh, da bist du schon. Kann ich dich jetzt nicht einladen? Verstehe jetzt nicht. Als Freund hinzufügen, geht eigentlich. Fehlt die Option. Ist auch geil. Ja, bei Steam habe ich dich nicht gefunden, aber bei Battlegrounds. Aber ich kann dich nicht einladen. Crashkopf, Wiesen. Sie haben einen gemeinsamen Freund. Das ist der Falsche. Ja, Wiesen, du kannst ihn nicht einladen, weil du nicht in der Party bist. Die sind doch schon in der Dings im Team. Ja, wie heißt du denn bei Steam? Genauso. So, ja, dann lass das jetzt mal Sawyer machen. BB. Wird das schon wieder vorlaut, der lieber? Nein, nicht vorlaut. Nur realistisch. Ich hab dir trotzdem eine Einladung geschickt über ja. Steam. So. Sehe ich gerade. Jetzt bräuchte ich einen Lebenszeuer. Was doch der. Ha, du hast gerade eine Einladung bekommen von mir. Hast du noch eine? Da bin ich schon. Ach, einmal mit Profis arbeiten. Nee, bitte keine Sonderwünsche. Ich bin ready. Ich auch. Oh, Moment. Moment, ich habe gerade Mist gebaut. Was machst du Was da? Was machst du denn da? Machst du denn da schon wieder? Ich kann doch nicht nackt in den Krieg ziehen. Mensch. Kann man schon, aber... So, okay. Oh nein. Es Regen, regnet. Direkt rausgehen? Wieso denn nicht? Wieso? Regen ist doch super. Oder hat jemand dadurch einen Bug? Die Facey hat dadurch einen Bug, aber ich finde den Regen, das ist total stimmungsvoll. Ich weiß, es ist zum Kotzen, weil man hier keine Schritte hört und alles irgendwie. Jo, das hört man hier bei euch ja jetzt gerade, bei uns eh nicht. Die ganze Zeit irgendjemand am Quatschen. Ja, wir sind eher am Aber klappt ja auch so. Das ist ja nicht schief gegangen bisher. Heißt auch Funkdisziplin, ne? Überhaupt, was da für eine Action war am Anfang auch, das habe ich schon wieder vergessen. Da war ja die Motorrad-Action. Hoffentlich bleibe ich so lange am Leben, dass ich wenigstens eine Waffe finde. Ach, die Thompson ist schon eine schöne Waffe. Schreibt mir zu sehr. Ja, es ist keine Präzisionswaffe, nein. Also im Krieg möchte ich damit nicht so gerne sein. War sie aber recht erfolgreich. So, los geht's. Auf kurzer Reichweite, ja. So. Ja. Also, direkt von Westen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Die Feuerkraft einer Atombombe gepaart mit der Reichweite eines Cocktailschirmchens. Ich wäre ja für die Farm. Schaffen wir doch niemals bis dahin. Sag einfach Bescheid, ich bin mit. Schaffen Ach wir ja, doch nicht. Gut, machen wir nicht. Menschen? Könnten wir versuchen, ja. Ja, Menschen. Oder Prison. Mal gucken, eins von beidem, je nachdem, wie weit der Teflon, der TIE Fighter kommt. So. Also, Idee ist jetzt gelbe Markierung, ja? Also, 3, 2, 1 und go! Und rot ist Notfallplan? Und rot ist Notfallplan, genau. Und grün ist egal. Grün ist egal. Ja, wobei, die Popka könnten wir halt auch machen, weil wir jetzt sehen, dass da zu viele bei Prison runtergehen. Einen habe ich schon vor mir in der Luft. Ja? Könnte sein, dass der auch dahin will zu Prison. Wobei, er ist glaube ich ein bisschen zu hoch. Ne, doch, der geht auch zu Prison. Wir haben Begleitung hier. Da ist noch ein zweiter, das ist ein ganzes Team beim Prison. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich auch nicht mehr ausweichen. Nö. Ja, wird eine harte Runde. Sind vier Leute auf jeden Fall. Ist ein ganzes Team, was runtergeht beim Prison. Ja. Gehen, glaube ich, zum großen Gebäude und zur Halle auf der rechten hier. Die sind überall. Schlecht, schlecht. Dann genau zwischen zweien. Ja, this is not gonna be nice. Und wieder keine Waffen. Bleib auf dem Dach lieber. Teflon, da ist einer vor dir, ja?
Und noch eine Pistole. Ich hab gar nichts. Scheiße. Da war keine Munition. Na, die toll. Sind in der rechten Halle und vor dir, Sawyer, ist einer, der kommt jetzt mit der Waffe auf dich zu. Ja, ich sehe. Krieg's mit. Ah, ich hab nichts. Ich hab gar nichts. Wie unschön. Und TIE Fighter ist wieder ganz woanders. Oh, ich hab geschossen. Ne, so weit bin ich gar nicht weg. Stefan, ich bleib hinter dir. Stefan, wo bist du gelandet, TIE Fighter? Warum bist du in der Menschen? Keine Ahnung, verzogen. Ich hab keine. Da bist du wahrscheinlich alleine, ne? Da war das Heuer schon, Teflon. Ich hab beschossen. Och Mensch, ich hab einfach nichts. Ich hab 50, ich hab 30 Schuss für eine 9mm. Ich hab 8 Schuss. Aber alles sehr schlecht, ne? Der hätte hier eine Polizeiweste übersehen, der Mann. Ja. Ich weiß nicht. Versteck mich mal. Ah, ich hab Revolver. My Revenge. Wo ist denn hier gerade? Ja, shit! Der ist direkt hinter mir gewesen. Ja, danke schön. Meine Fresse. Gute, mal kurz, oh, scheiße, mein Stecker war ein Stück raus und ich schreie die ganze Zeit, hinter dir. Ja, das habe ich nicht... Das war eine sehr einseitige Unterhaltung. Achtung, da kommt einer. Ah, nein! Kann mich jemand aufheben? Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ist der tot? Und nein, der ist nicht tot. Wo ist der hin? Um die Ecke ist der. Ich verblute gerade, ja. Hinter uns! Jetzt hat er mich auch wieder erwischt. Also das war jetzt hier, okay, das war jetzt eine super Runde. Der das war gut. Bullshit. War richtig gut performt, muss ich sagen. So, ich melde jetzt erstmal alle anderen, ne? Genau. Cheating, Noobs. Die haben auf OP, mich geschossen. Please fix. Please nerf. Other player OP. Please okay. Nerf. Gleich nochmal probieren. Ja. Probiert das in derselben Zusammensetzung nochmal. Aber seht ihr, wenn das Meat Shield nicht dabei ist, passiert sowas. Ja, das war jetzt auch echt blöde. Wenn man keine Waffe findet, dann... Das ist kacke. Ha, Rohal ist da. Gute Runde, ich komme rein und alle sind tot. Ach, Rohal, du schaffst es auch noch. Ich hab einen Bug. Oh je. Warte mal, ich hoffe, das kann es lösen. Ah, jetzt geht's wieder. Die Maus hat gerade nicht funktioniert, jetzt ist sie wieder drin. Haben Sie es mal mit Ein- und Ausschalten probiert? Ne, nochmal zurück auf Windows switchen. Was zum... Sawyer, was war denn bei dir gerade los? Wieso? Sawyer steht einfach nur still. Und, naja, auf einmal so, im Stream zumindest, so kommt so von oben so einer gefallen. Ach, übrigens. Okay. Übrigens, Roald, check mal deine Mails, bevor du hier Blut im Chat rumlaberst. Blut? Was? Du hast gerade Blut gesagt. Mach hier mal, wo wir hinwollen. Ja, bitte. Hier? Oder ja, da? Können, ja, lass uns Ferry Pier machen, das ist okay. Ich gehe da nicht viele raus. Da hat vielleicht TIE Fighter auch eine Chance, da richtig ranzukommen. 3, 2, 1. Raus. Nein, ich weiß nicht, wo du gerade hingesprungen bist, TIE Fighter. Ich weiß es echt nicht. Oh je, da sind einige raus, aber ich glaube, Ferry Pier hätten wir eine eine Chance. Ich weiß, es ist auch nicht so gut, der Loot, also eigentlich... Du musst auch W drücken, ne, damit du fliegen kannst nach vorne. Ja, das weißt du, oder? Gut. Roll, ich hab sie nicht jetzt also geschickt, ich hab sie heute geschickt. Das wird auch noch gebasht hier bei uns. Weißt du doch, wo der Turm ist, ne? Ja, da wo dieser Pier halt ins Meer reinragt. Genau. Mit dem Wasser. Dann ich gleich. Zweites Team bei uns. Das Ding ist ah, shit, ja. Über euch sind welche. Das wird richtig voll da unten. Also ich sehe. Ach, das drei, kann doch wohl nicht fünf. Wahr sein, dass hier die nächsten jetzt wieder runterhopsen. Das, ja, ein und ganzes zwei Team. Zwei Teams sind da. Also ja. Mit uns sind es drei ist Teams. Ist ja FPS, ne? Ohne. Wir werden alle sterben. Oh, Kracke. Teflon, direkt neben dir geht einer runter hier.
und ich bin hier direkt an einem dran. Super, großartig, ich bin begeistert. Ja, renn auf ihn zu und schlag ihn. Ja, würde ich gerne. Sagen, versuchen, Waffen zu krallen irgendwie und dann sammeln wir uns. Ey, das... Feuer? Oh nein, ich komm raus, ich komm raus. Waffe. Geh weg von ihm. Ah, ich hab sie ausgenockt! Haha, ich hab einen Kill! Rein mit dir, rein mit dir. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Ich freu mich nur gerade. Ich versuche auch zu euch durchzukommen, weil ich hab ein Haus gefunden ohne Waffen. Ich habe einen Jump irgendwie direkt auf den Kopf gemacht. Ach, sehr gut. Ja. Ich komme mal zu euch, wir teilen mal die Waffe, die ihr findet, weil ich hab nur eine Bratpfanne. Ich hab bisher noch gar nichts. Danke für deinen Resub. Ja, Rohal, yay! Danke. Oh Mann, ey, das war ja aufregend gerade. Das war mein erster Nahkampfkill. Also, ich meine, unterstützt jetzt von Teflon, muss man dazu sagen. Ich habe 45. Nee, ich habe erst geschossen, nachdem der schon down war. Wollen wir den Rest versuchen zu finden von den Leuten? Oh, ich habe eine Schrotflinte gefunden, immerhin. Oder ja, was müssen, ist der Plan? Wir müssen looten, ja, ja. Ja, wir müssen irgendwas offen? Finden. Da ist bei Teflon, bei dir war ich schon drin, da ist nichts. So. Weiter. Ich habe einen Vielversucher, schade, kein Platz. Oh, geil, ne? Vielversucher habe ich auch und keine Waffe. Auch leer das Haus, ich fasse es nicht. Hier ist noch der Vektor. Okay, oh, gerne. Ja? Sehr schön. Ja, nimm du dir, wenn du... Ich ja, toll. Stufe 3 Rucksack. Also. Hier ist nichts drin. TIE Fighter, kannst du rausgehen. Ist auch leer. Habe ich mir schon gedacht. Der Loot ist kack. Kack-Loot. Lass noch ein Vierfachzoom hier in dem Haus. Warum sind hier die ganzen Sucher und keine Waffen? Würde ich gerne nehmen. Beta. Ja, muss da rein. Ich hab nur eine mit ihm. Ich hab keinen. Wo bist du? Hier, hinter dir. Hä? Achso, wo lag das da drin, der Vierfachsucher? Da oben im ersten Stock, da lag ein Vierfachsucher. Den. Ja. Da war Feuer drin vorher. Okay, kann sein, dass ihn einer weggenommen hat jetzt. Nein! Fuck, jemand hat mich mit einer Armbrust angeschossen. Nein. Ich komme. Ich hab zwar keine Waffe, aber ich komme trotzdem. In dem Fall, I have no idea from where. Ist doch kein Typ. Ich bin viel zu weit weg, Junge. Fuck, ich hab nur 7 Schuss, das muss reichen. Ich hab nur was zum Schlagen. Ach, die sind hier bei mir im Haus, Leute, lasst es mal. Das ist Quatsch. Hier sind 2 Leute bei mir in dem Haus drin. Scheiße, hier wird aber richtig geschossen in der Nähe. In dem Haus, ja, da sind 2 Leute verdammt, drin. Verdammte Scheiße, ich hätte beide töten können. Ich hör das Geballer schon. Dieter. Ja. Alpha, Alter, wo bist denn du jetzt? Ich versteck mich hier neben dir. Ja, huhu. Naja, ich sehe dich schon. Ich hab keine Waffe. Ich hab 7 Schuss. Ja, das ist besser als ich. Komm, ich hab nur einen Haken. Wir stürmen, die haben Sturmgewehre und wir haben halt Nüschte. Blockieren wir uns auch. Ah! Und das ist... Der hat nie gewartet mit der Fußball. Und das war's. War jetzt aber auch echt blöd, ey. Wie kann man das nicht machen? Keine Waffe. Nelson, schön, dass du da bist. Nein, eigentlich sollte alles laufen. Es hakt bei dir so ein bisschen beim Streamen. Warum denn? Weiß ich nicht. Schattert halt so. Ein bisschen. Komisch. Komm überhaupt nicht zum Spielen, Mann. Das ist doch scheiße. Ja, irgendwie war das jetzt schon wieder nicht so besonders erquicklich. So, alle guten Dinge. Ja, komm, bin ich wieder dabei, läuft's gar nicht. Alle guten Dinge, dann wechseln wir nochmal durch. Ich glaube, der Einzige, der nicht durchwechseln kann, bin ich. Wir können schon, das wird dann halt eben für den Stream ein bisschen langweilig. Mann, die sollen jetzt mal Steel Division patchen. Ah, oh, gib mir auf die Eier sowas. Haben wir es immer noch nicht gemacht? Die Steel Division wird gepatcht, wenn 3.0 live geht. Ah. Ach, doch nicht zu Weihnachten, bitte. 2022. Ist im Dings immer noch nichts drin, im Paradox-Forum. Nö. Roal, ja, ich habe dir jetzt die Mail geschickt. Also, das war jetzt. Du kannst die Patch auch nur zurücknehmen, oder nicht? Das war jetzt auch geht gar das nicht. Nee, hat man eine Sicherung nicht. Davon, man sichert das und macht dann den Patch drauf. Ach, die werden das jetzt fixen, das wird im Laufe des Tages passieren. Das ist halt nur nicht Frage. Aber ich glaube, man kann nicht Multiplayer. Kann man einen Multiplayer mit der alten Version spielen? Glaube nicht. So. Ja, es ist ja im Moment einfach nur das Problem, dass das Freundesystem deaktiviert ist. Temporär.
Freundesliste und der Chat. Alles andere klappt ja. Alles andere bis auf Multiplayer klappt ja. Ja, wobei es stimmt nicht. Man kann ja Multiplayer klappt ja auch. Du kannst ja nur keine Freunde einladen. Aber gut, das hätten wir eigentlich auch machen können. Wir hätten einfach in offene Games reingehen können, wir Pfosten. Nö, ist aber doof. Ja. Warum denn nicht? Nicht doof. Gibt doch da Vierer-Lobbys oder Zweier-Lobbys. So. So. Von Osten, Südosten kommen wir rein. Jetzt die Farm? Ja, meinst du, ja. Da ja, kommen wir an, glaube ich. Immer schön markieren. Ich springe ja immer gerne weiter eigentlich, aber ich mache das jetzt mal so, damit wir zur Chance haben. 3, 2, 1, raus. Oh, die wollen alle zur... Alle nach Milter wahrscheinlich. Oh ja, denke ich mal. Oh, andere Richtung. Und Military Base. Nein, was macht der denn da? Apropos Resub, da sagst du was Schönes, mein lieber Rohail, denn denk daran, die Twitch Prime-Mitgliedschaft geht regelmäßig auch nur einen Monat. Also eine Gruppe fliegt hier mit uns runter, Leute. Direkt neben mir zwei Mann, direkt auf die Farm. Ich kann, es gibt's nicht. Das ist echt nicht wahr. So, klar, bei 100 Leuten. Ich weiche aus, Richtzeit von 80 Grad. Ach, da ist auch schon jemand. Na, geil. Nichts ausweichen, wir töten die. Das ist doch wohl nicht wahr. Wieso passiert das jetzt in letzter Zeit immer? Sonst haben wir stundenlang Runden, wo nichts passiert. Ja, gut, es ist auch schlecht, wenn nichts passiert, ne? Bei der Brücke bin ich runter. Ja, alle sind wieder ganz woanders. Nö, so weit ist das gar nicht. 500 Meter, wenn es hochkommt. Verdammte Scheiße! Die schon erwischt, oder was? Nein. Ja, sonst haut ab, wenn es zu eng wird. Aber hinten. Die Ratte hatte die M16 gekriegt, die ich haben wollte. Hört es schon. Mhm. Ja, ich habe noch keine Waffe gefunden. Ganz im Haus nicht. Ja, leider. Ich bin ja nur ein Haus weiter. Da hinten ist auch nichts. Aber ich ja so viel Pech habe, nicht einen Helme. Wollt ihr mich verarschen? Mist. Kannst du dem Feind auch einen Kopf werfen? Ach, scheiße, Teflon. Vielleicht selbst schuld. Scheiße, hast du noch eine Chance, oder was? Ich hab mal eine Waffe und 30 Schuss Munition. Cool. Ja, sonst versucht Kassoya, kannst du ihm helfen? Nee, nein, keine Chance. Das war gelaufen. Der hatte die 16, ich war vorher dran. Ich habe einfach Kacke gelootet. Hat irgendwie nicht geklappt oder so, gebackt, keine Ahnung. Leider, ich bin auch in einem. Die Häuser hier haben auch keine Waffen, nix. Also ich finde das Balancing manchmal ein bisschen kacke. Ich glaube, beziehungsweise es gibt eigentlich, glaube ich, keins, ne? Es ist einfach Zufall, wo die sind. Nee, es gibt schon bestimmte Stellen, an denen Military Loot und es gibt auch bestimmte Stellen, an denen guter Loot spawnt. Das ist schon so festgelegt. Ja, aber dass man jetzt so gar keine Waffe findet, aber jetzt habe ich eine M16 gefunden, aber mit 30 Schuss ist natürlich jetzt auch kein Freudenfest. Egal wie viel Loot Wiesen hat, er beschwert sich. Ja, kann halt immer als mehr sein. Als nächstes kommt, ne? Er hat keine er hat nur 30 Schuss. Danach kommt, wenn er mehr Schuss hat, kommt, er hat kein Scope. Ey, was ist ja immer? Ja. Hier fährt ein Auto bei mir? Bin ich. Okay. Sawyer hat eine total tödliche Pfanne. Ja, aber ich hab immerhin eine M16 gefunden gerade. Ja, ich seh's gerade. Cool. 762 Munition brauche ich nicht. Aber. Noch 762 war ich immer gerne überall, mit. Ne? Nee, noch nicht. Bin ja gerade erst rein. Und ich hab auch wirklich, also ich hab gar nichts. Ich hab keinen Rucksack, ich hab gar nichts. Ich hab eine Waffe und eine Bratpfanne. Und 30 Schuss Munition. Bratpfanne ist immer gut, um Squads auszuweiten. Mhm. Voll. Wie meinen? Ja, die Bratpfanne macht wohl sehr gute Nahkampfkills. Ja, das stimmt. Und doch sehr peinliche, wenn da steht, dass du von einer Bratpfanne erschlagen wurdest. Mhm. So, alles leer hier. Ich war schön. Du auch nicht. Wir könnten versuchen, ein Boot zu nehmen, einmal rund um die Insel zu fahren und versuchen, irgendwie da gerade zu nehmen, weil es ist eh alles wieder Military Base, Ferry, Pier, der ganze Quatsch. Rohan, ach, wir müssen auf die Insel. Ich habe jetzt den Panzer, die MiG und den Raketenwerfer mit Atomsprengkopf, aber ich habe immer noch nicht genug Loot. Fahr rüber zur Military Base. Du willst rüberfahren, über die Brücke? Ja, sofort. Jetzt okay. Einfach sofort, ja. Weil wo ist denn unser voraus, Kollege Tai? Hier. Voraus rechts, der ist auch schon hier. Ihr kommt dazu. Hier ist noch ein bisschen... Waffen, paar kleine. Wir fahren jetzt rüber. Es wird gefeuert hinter uns.
Ja, wir holen dich ab. Oh cool. Jetzt kann ich ja noch weiter gucken, was hier ist. Ja, ja, wir sind jetzt da. Wir sind jetzt da. Raus. Warte, raus. 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 Ja. Bleib locker. Raus. Umso später wir ankommen, umso schlechter wird's für uns da hinten. Ja, ja, ich bin auch gleich da. Eine Stunde. Da habe ich die Munition nicht mitnehmen können. Und landen. Hat die nicht schneller, die Kiste? Doch. Nein. Schneller als so nicht. Gott. Dafür aber jedes Gelände unter der Geschwindigkeit. So, wo soll ich denn hin, wenn wir über die Brücke rüber sind? Macht euch mal einen Kopf. In die Military Base rein. Okay. Können noch gucken, ob an der Tankstelle was ist. Wenn da nichts ist, fahren wir direkt durch. Eigentlich ist besser, wir fahren direkt rein. In die Military Base rein, oder? Wobei, ja, werden sie auch schon bei sein. Wiesen battelt echt um Bleivergiftung. Naja, weil der wandert jetzt ohne hin, im Endeffekt, weißt du. Also wir Tankstelle gucken? Schauen. Ist ja alles zu noch? Ja, ja, es sieht zu aus. Dann können wir hier noch schnell looten. Wir können auch oben auf den Turm rauf. Ne? Wenn wir Glück haben, ist da keiner hingegangen. Nee, der ist außerhalb der Zone, oder? Oben? Nee, nee, ist knapp drin. Ist knapp drin. Muss drin sein, eigentlich. Oh, SK-12, immerhin. Doch gut. Ja, jetzt brauche ich nur einen Rucksack. Dringend. Ich habe auch noch keinen. Ich werde auch noch keinen. Ah, Rucksack. Ha, sehr schön. Wenn jemand noch einen Rucksack sieht von euch, bitte schreien, ne? Ja. Mau. Uno. Was? Blackjack. Bridge? Erste Hilfe-Koffer, yes. So. Tag. Ach, eine UMP. Aber immer noch keine. Kein Rucksack, ich könnte heulen, könnte ich. Ja, in den kleinen Raum ist ja meistens immer einer. Diesmal natürlich nicht, war ja klar. Passen. Murphy's Law. Was soll ich denn? Du solltest mal mit dem Gedanken spielen, deine Sturmschrote auch mal nachzuladen. Mach ich doch. Ist doch nachgeladen jetzt. Ah, jetzt, okay. Ja, ich kann nur den Stream gucken, das ist so 10 Sekunden Delay. Es wird geschossen? Ah, Scar L, ja. Aber ich glaube, es ist an der Brücke gerade, würde ich schätzen, von dem... den Geräuschen her, dass da gerade gefeuert wurde. Komm nicht weiter, ne? Mit meinem scheiß Rucksack. Also bei mir ist noch eine Pistole, wenn einer eine braucht. Habe ich jetzt schon? Cool. Boah, eigentlich nur ein Rucksack vor allem. Nee, hier ist nichts. Ich hab schon durchgeguckt. Hier ist noch einer, Wiesen, wo ich gerade bin. Hier ist noch ein Rucksack. Ich auch. Weil so schlecht ist es jetzt nicht von meiner Ausstattung her, aber... Dann sollten wir uns überlegen, ob wir jetzt hier hoch wollen, zu der Antenne da oben, oder... Ja, ist vielleicht das Beste. So, da wo die rote Markierung ist, ist der Rucksack. Komme, ich komme, ich komme. Ohne Rucksack ist immer kacke. Ach, das verlierst doch nicht so viel Loot, wenn du stirbst. Hier ist doch die S12K, liegt hier doch rum, ne? Ja, die habe ich ja weggeschmissen. Stattdessen habe ich... Stattdessen habe ich jetzt... eine SKL. Oh, ist ich habe Motorrad. Ja, hält auch. Steigen zwei Leute aus, habe ich gesehen. Gehen in die Häuser rein, wo ihr gerade drin wart. Da kommt noch ein Fahrzeug. Ja, ich sehe sie da laufen, ja. Soll ich schießen? Nee, das bringt noch nichts. Lass uns mal gucken, ob wir auf den Radarturm raufkommen von hier aus. Dann müssen wir das Auto aber stoppen. Shit. Oh, die haben uns entdeckt. Die schießen aber auf mich. Jetzt treffen sie mich. Und weg. Wir werden hier eingezingelt. Wir müssen in die Häuser rein. Wir kriegen gleich was auf die Mütze. Bombing Zone. Ja, oder? Oh nein. Ah, blöde jetzt. Die Bombing Zone ist aber jetzt doof. Oh, wir rennen raus aus der Bombing Zone. Schaffen wir das? Ja, schwer in die Richtung. Ja, man wird meistens nicht getroffen halt. Eigentlich wird man meistens nicht getroffen. Na, probieren wir es. Ja, komm, lass es hinten rauslaufen. Lass es rauslaufen und einfach auf Glück setzen, dass wir nicht getroffen werden. Meistens trifft die Artillerie nicht. Dafür treffen uns andere.
Scheiße, die schießen aus den Häusern raus. Das ist keine... Ah, es ist eine ganz schlechte Position hier. Ja, klar. Ich bin gleich tot. Echt, ja? Haben sie dich so gut getroffen? Ja, natürlich. Kommst du hinter den Stein hier oder irgendwas? Nee, komm ich nicht mehr runter. Ah, shit. Nee, das ist doch klar. Das Einzige sollte man nicht weglaufen, da. Das war ein ganz schlechter Vorschlag. Ja, das Blöde ist, wir müssen vor allem in die andere Richtung laufen. Sehe ich gerade. Schlecht. Wir werden die einfach angreifen sollen, wir sind noch zu dritt. Ne, ja, die waren ziemlich, ach, ist egal jetzt. Scheiß drauf. Wir sitzen jetzt hier auf jeden Fall fest, Wiesen, und du bist auch außerhalb der Zone, ne? Ja, ja, aber jetzt, wir müssen eh die Zone umrunden. Ich würde die einfach erstmal umrunden und dann wieder reinlaufen. Okay. So, die uns halt sehen direkt wieder. Sehr gut, Wiesen, sehr gut. Glück haben, liegt hier sogar noch ein Boot, wir fahren einmal rum. Ohne jetzt aber auch sich so zusammenzieht, ist auch blöde. Naja, ist immer blöd, ne? Ja, es gibt ja kein hübsches Ende dafür. Folgst du mir, Sawyer, ja, ne? Hm. Jetzt schon. Ah, dass hier kein Boot liegt. Wäre so schön gewesen. Doch, da unten ist eins, wir haben Glück. Sehr gut. Aber fix, ne, müssen wir jetzt sein, weil die Boundary kommt nämlich langsam. Weil wir sind direkt dran. Shit, jetzt werde ich schon wieder beschossen. Ja. Nicht so dicht an der, du musst unter der Kante bleiben. Ja. Lauf zickzack ein bisschen, dann könnt ihr das nicht so vorberechnen. Habe ich auch gemacht, hat nichts gebracht. Wir hätten so schön achtfach zoomen, wir hätten so schön snipern können. So. Fahr mal ruhig in die Zone rein, das ist doch direkt unter der Brücke. Ich will nur nicht aufsetzen. Du musst auch in die Zone reinlaufen. Stehst du. Darum. Jawohl, bist du in der Zone drin? Komm ins Wasser. Leider überhaupt kein Zeug, ne? Diesen steigst so lange aus, damit du ganz hier bist. Alright. Bin drin. Muss mich dann unbedingt gleich heilen, ja? Ich habe immerhin Erste-Hilfe-Koffer. Weil wir fahren jetzt quasi hier an das andere Kap, ne? So, blau. Ja. Und es reicht vom Treibstoff. Oh, das schaffen wird wir reichen. Das denn, bevor die Boundary? Ja, das schaffen wir. Das sollten wir schaffen. Ist da vor uns jemand am Strand? Siehst du da was? Das ist ein Punkt. Nee, ist ein Busch, ne? Nee, das sind Büsche. Keine Medikits mehr, ne, leider. Ich habe noch einen Erste-Hilfe-Koffer und ein paar Verbände. So, Boundary, wir sind wieder drin. Natürlich die Gefahr, dass da schon jemand ist. Ja. Nicht unwahrscheinlich, ne? Da hinten an den Felsen? Oh oh. Oh nee. Von der Brücke. Ja. Nee, klar, von der Brücke. Nein, nicht die feine Englische, oder? Auf jeden Fall erreichen sie uns leider, glaube ich, hinten noch, wenn wir aussteigen. Ne, glaube ich nicht. Nee? Wir haben schon aufgehört zu feuern. Wir haben schon gemerkt, dass es Munitionsverschwendung ist, ne? Mhm. Okay, ab zu dem Haus da hoch? Ja. Oder erstmal hinter Boot heilen? Erstmal hinter Boot heilen. Erstmal.
würde ich auch sagen. Ups. Huch, da ist der Arsch weg. So, ich hau mir den Erste-Hilfe-Koffer rein und einen Energy-Drink. Danach habe ich noch zwei Verbände. Hast du noch einen Energy-Drink oder irgendwas? Nee, leider nicht. Das ist der letzte. So, okay. Okay, weiter geht's. Hoch zu den Häusern, das ist die letzte Chance halt, ne? User joined your channel. Ja, nicht so gut jetzt hier. Da ist er wieder, der RC. Sorry, ja, bei mir hat sich Teamspeak gerade aufgehängt. War wieder eine relativ blutfreie Runde gewesen. Mhm, ich habe keine Weste. Also von was? Der Waffen und Munition kann ich mich gerade nicht beschweren. Ich habe halt nur 24 Schuss für meine M16, leider. Ich kann dir gleich noch was abgeben. Jetzt lass uns mal gucken, dass hier niemand drin ist. Clear. Sieht aber clear aus. Ja. Hier. Ach, 9 mm Munition. Hier ist noch eine SKS. Gut. Hier ist noch ein. Warte, was ist das da hinten? Eine Sanitätstasche ist hier, Wiesen. Oh, cool. Kannst du die einstecken? Ja. Ich gute mal das eine Gebäude hier gerade schnell. Noch ein Verband. Hier ist noch ein Holo. Okay. Ja, mit Visieren bin ich ausgestattet, da brauche ich nichts. Auch, ja, ich lasse jetzt auch liegen. Quatsch jetzt. Oh! Die SKS hier Gott, willst du nicht, Waffe oder? Wechseln. Nee, negativ. Ich habe nur MP. Hier brauche ich nicht den ganzen Kram hier. So, willst du noch ein bisschen Munition von mir haben? Gerne, ja. Ich gehe noch gerade hoch zum oberen Stockwerk. Ich schaue gerade, ob hier noch mal ein bisschen Munition liegt. Hier ist noch eine UMP, falls Interesse. Ne, ich habe eine Sky und eine M16. Ich bin eigentlich ausgestattet mit Waffen. Oh, hier ist noch ein Verbandspäckchen. So, ich schmeiß dir hier noch ein bisschen Munition hin, weil ich habe. Bennett. Whisper List is empty. So, bitte sehr. Danke. So, wenn jetzt noch eine Weste hier irgendwo liegen würde, wäre super. Aber nö, bisher nicht. Noch weitere Räume? Ach, hinten ist ein Raum, ich vergessen habe. Achso, hast du die Sanitätstasche noch? Ja, die habe ich. Für die, das wäre super dann. Aber hier ist auch noch ein Raum, man ist ja ein Riesengebäude. Hier ist nichts mehr. Yes! Stufe 2 Weste. Die brauche ich nicht. Wir sollten uns wahrscheinlich auch schnell verpissen jetzt hier, ne? Wahrscheinlich. Hier ist noch eine AKM. Bin versorgt. Nicht, ja, das heißt. Das wäre echt mal hier. Naja, gut, ist okay, es wird schon reichen. Ist schon in Ordnung. Ja, so Richtung Rot jetzt oder wo wollen wir lang? Richtung. Entschuldigung, ich muss ganz kurz mal hier. Warte. Ja, Richtung Rot ist gut. Komm sofort. Ich muss ganz kurz nochmal hier oben schauen. Bessere Weste wäre cool gewesen, aber nein. Wohl nicht. Komm ich jetzt raus und wir. Ups. Komm zu dir. Ich sehe bisher niemanden. Hören Sie doch zu da hinten noch bei den Gebäuden. Mhm. Ah, es fällt jetzt hier, ne? Ja, ist unschön. Das erklärt, warum ich keinen Platz mehr in den Taschen habe, weil ich hier 300 Schuss 9 mm rumschleppe. Die man nie im Leben braucht. Die man nie im Leben braucht, ja. Weil der erste Headshot einen wahrscheinlich sowieso tötet. Okay. Eigentlich brauchst du ein Magazin. Ja. Schmerzmittel? Weiter.
Kann ich die Schmerzmittel mehr nehmen? Ja, kannst du. Speise ich wäre nett, dahin. Weil. Pfeife ich die mich rein, dann bin ich wieder fit. Oh, noch eine UMP. Und Tino will, dass wir UMPs benutzen. Anscheinend. Wundert's gerade, dass hier so wenig Leute rumhotten. Mhm. Nicht, dass mich das stört jetzt, aber. Mich wundert's auch. Eigentlich müssten die. Doch. Ah ja. Vorsicht, Feuer. Schüsse. Norden. Ich sehe sie noch nicht. Ich sehe auch noch niemanden. Hier sind die genau hinter der Hügelkuppe, ne? Mhm. Bisschen rechts von dir, Wiesen. Genau. Echt da schon? Irgendwo. Halt, das war zu weit, ein bisschen weniger. Da kam der Schuss irgendwo her. Von oh Gott, her. Da kommt direkt im Norden von unter 75 Grad kommt direkt der. Ja, deswegen ballern die, das ist doch ganz gut. Da sollen die sich da mal schön abknallen gegenseitig. Wollen wir zu der Baugengruppe da im 150 Grad? Weg von dieser machen, Siedlung hier, machen, weil ja. Das ist mir komm, jetzt irgendwie. Aber dann lauf unten rum, rechts rum. Ja, ja. Nicht direkt geradeaus. Ich glaube, die fetzen sich da gerade um den Loot. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt nicht, hat nichts mit uns zu tun. Im Südosten wird auch geballert. Gebäude sind die Türen noch zu, die da vor uns. Mhm. Weil ich überlege, ich glaube, ich würde gar nicht mehr in die Gebäude reingehen jetzt. Also ich brauche auch eigentlich nichts mehr. Also weil ich habe halt keine eine Weste. Vor, ne? Ja. Oh, sie laufen hinter uns, läuft eine Gruppe, Nordwesten. Okay. Zwei Leute. Richtung 300. Ja. Was zum Scope? Ich habe einen Zweifachsucher. Wir gucken gerade, pass auf. Einer liegt. Der Feuer macht Platz. Ja, oh, shit, jetzt feuert er schon. Echt, war das der? Nee, ich glaube, es ist der andere, der schießt, oder? Ja, jetzt hat er mich ausgenockt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo schießen die denn her? Ach, Mann. Hätte vorher feuern sollen. Das ist ätzend. Ja, er hat mich getötet. Der hat das bessere Scharfschützengewehr, würde ich sagen. Glaube auch. Feuer feuern sollen. Lauf, Forrest, lauf. Das überlebe ich nicht. Ich habe nicht mehr Verbandsmaterial. Habe ich noch was? Ja, doch, Verbandsmaterial habe ich noch. Schlecht. Mein Sawyers Erste-Hilfe-Paket kommt ja auch nicht mehr ran. Liegt nämlich genau im Schussbereich. Da läuft er. Links noch einer, links. Weiß. Der war heute, oh Gott. Noch einer. Vorhalten, du bist alleine. Das war's. Ja, das war's. Na gut. Immerhin unter den Top 10. Naja. Ja, ich muss ein bisschen mehr Übung haben bei dem Spiel. So, RC, bist du wieder dabei? Heute so Tag, wo ich überhaupt nicht treffe irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Halt mal. Ist RC da? Nö. Ja, ist da. Ja. Ach. Mir ist das wurscht. Also ich kann bis zum Nimmerlandstag zocken, ich hab halt. Geh raus. So. Hast du meinen Invite bekommen, Ossi? Nö, bei mir kam nichts an. Ah, jetzt. Komisch, muss ich mal zweimal machen. Wenn man vom Teufel spricht. Jetzt wird's ja doch wieder warm hier. Mhm. Siehst du, heute soll es kalt sein. Bei mir wird es auch warm. Komisch. Ja, hier. Wenn du scheint die Sonne. Jo, RC noch nicht. Ja, ja, ich jetzt grad. Sorry.
Ja. Ah, jetzt funktioniert doch meine Maus. Hui. Ja, cool. Danke, dass ich weitermachen kann. Kein Problem. Und da wechseln wir dann nächste Runde wieder aus. Dann hast du 3 Matches, ja. Dann können wir wieder durchtauschen. So, ich denke mal, nächste Runde, dann haben wir es auch 5:30. Ja, vielleicht. Stimmt. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir noch einen. Oh, ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich bin eine lebende Fackel. Oh, loderndes Feuer. Ah. Ja, gut. Es dürfte nach Südwesten aussehen. Mhm. Jetzt brenne ich nicht mehr. Man nannte mich auch Aerys Targaryen. So, was wollen wir machen? Nochmal die Farm? Die ist ein bisschen weiter weg diesmal. Oder wollen wir woanders hin? Und da war der Loot aber kacke, nicht die Farm. Prison? Wir können auch, ja, oder Hospital. Machen wir das? Prison? Also, du kommst, ich sage dir, wenn du es gut machst, kommst du sowieso über die ganze Karte. Die Frage ist nur, ob das ganze Team das schafft. So. Ja, Prison, oder? Ja, dann machen wir es Prison, gut. Okay. Gut. Okay, 3, 2, 1, raus! Sag du am besten an. Ja. Kurz orientieren. Oh, bei den Grünen hin, Team. Oder wo müssen wir hin? Grün. Oh, da ist ein ganzes Team auf dem Weg. Hä? Rechts. Grün? Nee, blau. Blau? Ja, nee, das ist doch grün. Das ist doch, da ist beides übereinander. Ist beides übereinander. Ah, ja, bei mir ist es blau. Ist beides übereinander. Aber wir haben und ziehen. 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 Beide sind vorher. Das heißt, es war schon ein bisschen zu spät. Vor uns sind 3 Stück. Aber die kommen vorher runter. Die kommen weit vorher runter, ja. Aber Thais ist zu... Unter mir ist einer. Ja, Thais, du bist zu tief. Ich bin auch schon zu tief, glaube ich, befürchte ich. Ich gehe ein Stück zurück. Ich gehe zu der kleinen Dreiergruppe Häuser hier. Ich glaube, Sawyer, wir schaffen es auch nicht. Ja. Komm mal zurück, komm mal zurück. Hier ist noch 4 Häuser, 5. Ja gut, dann kommen wir jetzt zurück. Gut, also ich komme zwar an, aber... Da sind mindestens 6 Leute gelandet, da, wo ihr hinfliegt. Nee, nicht da hinten. Nee, da, wo wir hin wollen, nicht. Da, wo wir hin wollen, nicht. Da seht ihr das andere Gebäude, Sawyer, Nordwesten, dieses Doppelgebäude mit der Garage dran. Seht ihr das? Ja. Versucht ihr beide mal dahin zu kommen, weil da ist nicht häufig auch ein Auto. Ja. Nordwesten. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg, RC, du könntest mich jetzt ausrichten. Weil da ist häufig ein Auto und dann... Seh dich gar nicht, ja, da. Nix, das ist doch mal was. Da. Als erstes ein Rucksack, das finde ich schon mal ein ganz guter Anfang. Ja, jetzt ganz viel Rucksäcke bei mir, witzigerweise. Jetzt habe ich hier. Ist absurd. Ich habe schon mal ein Auto. Warte, mir schattert das Spiel total. Läuft der Server euch auch so schlecht? Nee, ja, es ruckelt ein bisschen. Aber es geht jetzt wieder, hat sich gerade wieder gefangen. Okay, ich habe einen Dacia auf jeden Fall. Ach. Sehr gut. Mann, steig doch vorne ein. Ich will mich doch nie auf den Rücksitz setzen, du Vogel. Das erste, was man gerne finden möchte, ist eine Bratpfanne. Ja. Hab ich auch als erstes. Wird er den Rucksack immer vorziehen? Not. Hier ist auch ein Dacia übrigens, wo ich bin. Okay. Ich muss schon mal anfangen. Oh, scheiße, hier ist schon eine Tür offen. Oh, aber eine RKM, die nehme ich gerne. Ah, jetzt spawnen die ganzen Sachen, ich werde verrückt. Oh, hier bei mir ist einer. Echt? Ich bin im Haus, Wiesen, also nicht auf mich ballern, bitte. Hast du alle Gebäude schon durch, die anderen drei? Oder nein. Erst eins. Ich bin jetzt beim zweiten. Da! Ah! Hilfe! Au! Hier liegt noch eine SKS. Ja, ich komm gleich. Militärweste Stufe 3. Eine SKL liegt hier. Au, fick dich! Was? Scheiße, RC. Ich steig doch ein! Hey, nimmst du die mit oder nicht? Brauchst du die? Nee, ich komm gleich. Einen Moment. Bist du raus, Archie, aus dem Stress? Nicht wirklich, das sehe ich jetzt gleich. Ich habe aber das Auto mitgenommen. Da ist auch ein Rucksack dabei. Ja, alles klar. Wunderbar. So, Sawyer, okay. Ich komme mal zu dir. Ah, Loot Crate ist bei uns in der Nähe. 255. Ungefähr. Na, wunderbar. Wir Waffenladen.
Was nicht jetzt spawnen, die Sache in dem Gebäude, wo ich drin war, spawnen. Jetzt Schmerzmittel. Oh, Schüsse? Ja, die habe ich auch gerade eingesammelt. Aber ich kann mich in Ruhe aufladen. Ah. Okay, wir sollten es trotzdem jetzt sammeln, ne? Ja. Ja. RC ist ja am Anfang. Hier ist noch eine Militärweste Stufe 3 bei mir. Ja, ne? Ja, ich komm zu dir. Ich habe ja auch Stufe 2 Weste, Rucksack. Ich habe zwar immer noch keinen Rucksack, aber... Okay, ich komme jetzt zu euch. Kann mich jemand abholen? Nee, ne? Ach, hier hattest du nicht ein Auto? Ich habe gerade ein Auto, Moment. Also wir könnten eigentlich auch zur Schule fahren, da zu den doppelstöckigen Gebäuden, ne? Können wir machen. Wir haben doch hier ein Auto, Wiesen. Haben wir? Ja, hier ist der Bucky. Na, dann laufe ich schon mal vor, dann kannst du mich abholen, dann treffen wir uns bei Sawyer. Ah, ich fahre zu Sawyer auch. Dann, oder wir fahren direkt durch zur Schule. Ist das ein Einmann, oder ein Zweisitzer? Zweisitzer, was du da hast. Der witzig Assi. Sitze! Ja, mach mal voll Alarm, richtig. Alle wissen, dass wir kommen. Ja, da. Arsi, hupst du hier gerade wie blöde? Nein, das würde ich doch nie tun. Oh, entweder habe ich einen überfahren oder ich bin auf dem Erste-Hilfe-Koffer gelandet. Das ist für eine Art, hier einfach so reinzufahren in die Gebäude. Ja, das ist Tarnung, so, mein Lieber. So, let's go, hier. Ich bin hier mit dem Looten durch. Also. Ja, wo sind die Stufe 3 Westen? Achso, die Stufe 3 Weste ist in dem anderen Haus. Ich glaube, da bin ich schon auf dem Weg. Da. Ja, dann nimm doch deine Stufe 3 Weste. Ich glaube, ich bin im falschen Haus. Jupp. Okay, aber weiter, lass uns zur Schule, ne? Ist sie nicht drin. Wollt ihr nicht? Die ist in der Garage. Neben dem Dacia ist die. Hinten drin. Da, direkt. Ja, genau. Danke. Sie hat sie gefunden. Leise? So. Hört ihr was? Nee, das war ein Blitzeinschlag. Okay. So, okay, ich bin im Dacia. Fahren wir los? Ach, in welchem? Da rein. Ach, diesen Sitze hässlichen auch? Gelben. Ich hatte ja gedacht, wir nehmen den schönen Orangen. Ach, sieh, dann nimm einfach ein anderes Auto. Ist ja egal. Zwei Autos sind auch besser als eins. Aber egal. Komm, jetzt sitzen wir alle. Ja, los. Und links von uns. Schüsse links von uns. So, jetzt guck ich mal auf die Karte. Ich muss mal den Stream ausmachen. Aber Schule ist schon die richtige Richtung. Ja, sag mir an, wo ich hinfahren soll. Ne, es ist glatt, Mann. Das ist Regen. Na, wir könnten entweder die doppelstöckigen Gebäude links von uns rein. Oder wir gehen in die Schule. Und dann gehen wir in die... Geschossen. Links wird geschossen? Gut. Geht's ja, in die Schule. Ich hab's gerade gehört. Gehen wir in die Schule. Ist wahrscheinlich auch schon gelootet. Aber ja, wir können es auch so ausführen. Die Performance ist aber gerade schlecht hier vom Server. So, let's go. Letztes Mal ist alles schon raus. Oh, Holovisier, sehr schön. Ne, jetzt ist noch gar nicht gelootet hier. Abgefahren. Ne. Oh, und Vierfachsucher. Und ja, hier voll. Bei mir ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Wer braucht? Ich hab einen. Noch keinen, leider. Müssen wir mal eine Waffen beladen hier. Also ich muss mich ganz ehrlich fragen, bei dem Zeug, was hier rumliegt, was das hier für eine Schule war. Mhm. Konnte ich das gar nicht wissen. Ghoul of Gun Safety. Genau. Warum war denn hier noch keiner? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das ist normalerweise nicht so. Oder die haben alles liegen lassen. Nee. Hinterfrag es einfach nicht und... Genieße. Hier ist eindeutig noch nicht gelootet. Also wenn jemand nur P oder sowas findet, dann sagt man Bescheid, weil die Schrote will ich eigentlich wieder loswerden. Oder eine Sturmschrote oder sowas. Also, ich will erstmal überhaupt eine Waffe haben. Also du kannst von mir einen haben. Ich habe eine Uzi oder die Skal. Eine kann ich ja abgeben. Ach, hier ist noch ein... Ja, ich guck mal, ob ich hier was finde. Vermutlich mal hier in den Unterrichtsräumen werden sich ja auch einige Waffen finden. Natürlich. Natürlich. Ja, wie es sich für eine vernünftige Schule gehört. Oh, ein Kartenhaus. Oh. Das stabilste Kartenhaus der Welt. Boah. Das jetzt Kartenhaus hier... ist kugelsicher. Ah, jetzt werde ich hier in Versuchung geführt. Ach. Ja, okay. M16. Und eine. Ey. Nimm doch die Waffe. Auto. Ich höre ein Auto. Ich hab sie bei mir. Bin in der Betonhalle, ich brauche Hilfe. Oh, shit. Oh, bist du verdammt weit weg. Scheiße. Versteck
dich. Ich muss halt mal anders rumlaufen. Wer hat schon beschossen, Mann? Bist ja witzig mit versteck dich. Ja, du bist in einem genau anderen Gebäude als ich. Scheiße. Ich auch, ich komm rüber. Ja, ich muss kurz nachladen. Aber ich muss erstmal die Treppe runter. Wir müssen alle erstmal die Treppe runter. Ja. Komm mal hier nicht raus. Hier ist halt die Turnhalle, hier kann man noch raus. Heißt, ich sehe ihn. Ja, wir sind auf dem Weg. Mist, da kannst du dich durchschießen. Oh. Alter, da kommt man nicht durch. Ja, ja, sag ich doch. Hinten, man muss hier links raus, da, genau. Bin da. Der ist die Ah, fuck, unter mir ist auch noch einer. Scheiße, die haben mich. Die sind in der Haupthalle, sie sind direkt in der Haupthalle im Schwimmbecken, beide. Ich bin tot. Mist. Wo sind die? In dem Hauptbecken sind sie gewesen. Gerade beide, in dem Hauptteil. Nein, das gibt's doch nicht! Jetzt hat er mich überrascht. Ja. Gerade noch Munition aufnehmen, hat mich auch erschossen. Ach, da oben, naja, alles klar. Quasi im ersten Stock sind sie jetzt, so wie es aussah. Ja, alles klar. Über uns so. Ja, ja, ich weiß. Willst du wirklich angreifen? Ja, wenn dann angreifen jetzt. Also meine sonst. Ja. Können natürlich hinten jetzt wieder rauslaufen, ne? Wenn ihr Pech habt. Ja. Könnten sie, ja. Also hier Becken ist clear. Hier ist gerade keiner. Ich mache unten den, falls die runter raus sind. Ich glaube, ihr solltet lieber zusammenbleiben, ne? Da ist hier ist er. Bei mir. So, oh. Links, rechts ist er, rechts mit Dreikopf. Genau in da. In dem Klo? Ja. Ah, da. Jo, hab ihn. Muss noch ein zweiter sein. Ja, ich höre ihn. Ich hab Schritte gehört. Ja, auch laufen. Er kommt von links, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall mich erstmal versorgen. Kannst du die Tür sichern? Ja, mach ich. Geh mal weg, geh weg. Was ist er? Ja. Ich hab keine Munition mehr. Oh, kannst du mich aufheben? Doch, hab ich. Ich muss noch nachladen, Entschuldigung. Ist der down? Nein, nee, ist er nicht. Nur kannst du mich aufheben? Du musst RC aufheben. Das ist das Wichtigste. Aber dann, also wenn er dann kommt... Ist also da. Dann hab ich ein Problem. Was hier denken wir? Jetzt. Aber der wurde auch gut getroffen. Sonst wären wir jetzt schon beide tot. Ja, jetzt muss ich aber nochmal meinen Erste-Hilfe-Koffer nehmen. Ja. Ansonsten geht das hier schief. Stress. Oh oh, der hat eine Granate. Hm. Ah, gut, die war nischt. Oh, der läuft gerade. Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir! Den Penner! Ja! Was, mit einem Schuss? Hast du ihn? Ja, mit einem Schuss? Sehr gut, mit einem Schuss, sehr gut. Mann. Mit einem Schuss. Stress. Jetzt schnell das ganze Zeug looten. Ich hatte oben auch noch einen Vierfachsucher und eine M416. Hab ich ein Schwein. Das war ein guter Treffer, oder? Ja, das war super. Ich kann's noch. Schalldämpfer für eine MP. Ja, ja. Ich wäre fast gestorben beim Zuschauen eben, ey. Boah. Hallo, Roman. Position, cool. Viel hat er auch nicht gehabt. Oh, der andere hatten wir noch gar nicht geguckt, ne? Nee. Ja, und vor allem bei mir könnt ihr auch nochmal gucken, der hat ja inzwischen Mainz-Kram und Wiesen auch, ne? Ja. Mhm. Wenn ihr durch die Rauchgranate noch was seht. Müsste oben auf der Galerie liegen. Über dem Schwimmbecken. Aha. Verband 5 nehme ich mit. Schmerzmittel, Energy Drink. Lohnt sich die VSS eigentlich? Nein. Mitteldistanz schon. Aber oh, jetzt kann mal drei. Den nehme ich kannst du vergessen. Den nehme ich mit. Das war meiner. So. Hallo zusammen. Ich könnte noch 556er Munition gebrauchen. Ja, ich reich dich da. 30 Stück hier. Komm her.
Ja, Sekunde. Ich habe hier noch einen Erste-Hilfe-Koffer. Da. Hüpf. Hüpf. Übrigens hat das ganze Team jetzt was davon, ne? Sawyer, dass wir tot sind. Ja, ja, ist schon okay. Leute, denkt daran, dass ihr einen relativ weiten Weg habt, ja? Ja. Wir haben noch Fahrzeuge hier, oder? Ja, trotzdem. Aber wann war der Motorrad? Wenn das noch funktioniert. Ja, nur so. Weil in 50 Sekunden bewegt sich die Grenze und ihr seid ziemlich nah dran. Also von daher würde ich vorschlagen, ich würde jetzt vorschlagen, raus hier und ab aufs Auto. Ich eile. So, mal gucken, was sagt das Motorrad hier? Ja, das bewegt sich. Das geht. Jo. So, weg wo fahren wir hin? Erstmal, fahr wie du möchtest. Fahren wir mal dahin. Genau, das ist gut. Während die Jungs jetzt hier rasen, nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt dazugekommen sind. Der Nachmittag füllt sich. Wir haben auf Players Unknown umgestellt, nachdem Steel Division uns leider mit einem Patch verhindert hat, dass wir uns gegenseitig adden konnten in der Lobby, sodass wir nicht gemeinsam spielen konnten. Darum haben wir einen außerplanmäßigen Stream PUBG eingeschoben. Und denkt bitte dran, langsam fängt es an bei den Leuten, die ersten haben schon resubbed, wenn ihr nämlich Twitch-Subscriber seid, also Twitch Prime-Subscriber. Dann müsst ihr das unter Umständen einmal im Monat neu machen. Also höchstwahrscheinlich sogar, weil es... yay, schöner Sprung. Weil es Twitch so will, dass das immer nur monatlich läuft. Jetzt wollte mich PUBG aber gerade verarschen, oder? Mhm. Wie kommst du darauf? Ach, wow. Nix, nur die Invisible Wall. Oh, weg, weg. Ja, ich versuch's gerade, aua. Ich muss runter. Ich bin gleich tot. Ja. Ja, ich muss so runter. Ich war nur noch 5% gehabt. Ja, warum springst du dann runter? Ja, beim nächsten Schuss wäre ich gut gewesen. So habe ich noch ein paar Sekunden überlebt. Ja, im Kreuzfeuer. Yay, muss ich die Nummer jetzt machen? Yay. Das machst du. Du machst es jetzt. Du bleibst jetzt auf deinem Motorrad und fährst so lange im Kreis, bis alle so wahnsinnig sind, dass sie aufgeben. Das ist ganz einfach. Yeah, that's not gonna happen. Nick hat einen total soliden Plan. Ich bin auch. Aber schöne Stunts machst du. Yay, Wahnsinn. Renn! Wieso hast du denn. What the fuck? Warum hast du immer noch so schlechte Ausrüstung? So schlecht ist die gar nicht. Nee. M16, Militärweste. Ja gut, okay. Helm. Schon hat sogar ein Scope drauf. Entschuldigung, ich entschuldige mich. Würde ich dir aber auch geraten haben hier, ne? Vielleicht solltest du dich heilen. Ja, das mache ich, wenn ich in Deckung bin. Mach die Tür zu hinter dir. Ja, wollte nur gerade gucken, ob hier keiner drin ist. So. Den Energy Drink würde ich auch mitnehmen. Oh, eine Basketballmütze. Ja, ich will mich aber erstmal heilen. Jetzt kriegt Asi den Airdrop auf das Dach. Dann geht der Spaß von vorne los. Ach, guck mal, noch ein Erste-Hilfe-Koffer. Mensch! Oh, nicht genug Platz. Kann ich rausschmeißen? Warum habe ich einen 45er? Passiver Haus nicht, ne? Der Rock, den macht er den nächsten 29 platt. Ja, macht er alleine. Mit der Nagelfeile. Lass mich überlegen. Nein. Bitte mit der Bratpfanne, ja? Wir wollen das Ganze hier mit Stil machen. So, gut. War das Motorrad nicht mehr. Mit dem Stil einer Bratpfanne, ne? Ja, mit dem Stil, genau. Mhm. Ach, das ist das Gebäude da unten. Aber da fährt was auf dich zu. Hör da links irgendwie Fahrgeräusche. Was sein? Ich höre gerade nichts. Nee, ich nicht. RC-Zone? Ja? Nur so. Ja.
Nee. Ich glaube, du kannst aber das Motorrad wahrscheinlich nochmal benutzen, theoretisch, wenn du willst. Wenn er es wiederfindet. Das müsste da noch liegen. Irgendwo. Da. Da. Motorrad einsteigen. Ah. Oh. Da ich doch geht. Von Zauberhand aufgerichtet. Wahnsinn. Ja. Das waren meine geheimen Jedi-Kräfte. Ich wusste doch, dass ich irgendwie falsch mache. Ja, ich fahr lieber durch den Wald. Jetzt höre ich aber irgendwo Motorgeräusche. Ja, das ist ein Motorrad. Ich kann nicht erkennen, von wo. Ja, nee, nicht nur von meinem Motorrad. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, das ist ein schöner. Hart wie Pudding in der Kurve. Das ist ein schöner Spruch von Jabob im Chat gerade, der schreibt: Je größer der Fernseher, desto weniger Truppen braucht er. Genau. Ja, super. Was bin ich da, ein Gröfarz oder was? Genau. Nein, Kuba, der Assi hat nicht gesagt, dass Wiesen keinen Stil hat. Stil oder Stil? Stil. Oh, weia. Stil. Ach egal, lass wir es dir mal lieber. Oh. Hoppala. Da war irgendjemand gerade sauer auf dich. Hat er dich gerade versucht, Ahnung, mit einer Granate runterzuschießen? Vom Motorrad? Auf jeden Fall sportlich. Er wollte ein Zeichen setzen. Komm, scheiß drauf, leg dich hier ins Feld und ernte Reis oder so, keine Ahnung. Kornfeld. Naja, was, wo soll er jetzt hin? Er hat da jemand hin. Kornfeld. Das Motorrad habe ich schon mal günstig geparkt. Was? Da vorne ist einer. Hallo! Oh, nee, ja, sind zwei. Ein ganzes Team. Danke. Ja, so, eine schnelle Runde machen wir noch. Einmal. Ja, eine Runde schaffen wir noch. Die haben sich auch gedacht, was ist das denn für ein Noob? Fährt dreimal im Kreis um uns. Damit ist der Tag hier. Soll ich raus oder wie? Teflon, bist du da? Oh, nicht sterben, Assi, jetzt bitte. Nee, nur zu blöd, um Cola zu trinken. Sehen jetzt gerade auch nicht mehr. Dann machen wir es so. Aber so direkt schnell? Ja. Weil ich krieg hier gleich Besuch vom Dachdecker. Wir machen es jetzt ganz schnell. Mich zur Verzeihung. Ja, dann RC. Ja. Ready machen. Sekunde. Noch kurz damit beschäftigt. Ja, das war die weiße Diät. Das ist immer so ein ekliges Gefühl, wenn die Kugeln in deine Lunge eindringen. Oder die Cola durch die Nase rausläuft. Nee, so schlimm war es noch nicht. Kenne ich von früheren Kindergeburtstagen noch, ne? Wenn so, wenn's die Nase schießt. Das habe ich noch nie hingekriegt, wie? Nein? Nee. Ich hatte das Problem mal tatsächlich, und das war sehr peinlich, auf einem Empfang, auf einer Filmpremiere, und da ist mir das Ganze mit Prosecco passiert, weil jemand einen echt guten Witz gerissen hat und ich stand da so rum mit den ganzen Prosecco-Trägern und mir schoss der Prosecco in die Nase. Es war so furchtbar. Oh nein. Ist mal schön, wie der Schmerz nachlässt. Hm. Für das Abendkleid der weiblichen Begleitung. So in der Art, ja. Ach Mensch, jemand hat mir die hat mir die schöne Armbrust weggeschnappt. Na gut. Oh ja, komm mal her, ich hab hier was für dich. Wo bist denn du? Wiesen hopst da hinten. Ich will dich nur befeuern, pass auf. Ach, RC. Wo ist denn der kleine RC? Da ist er doch. Machete, komm. Ich machete dich. Ich mach dich Machete. Komm her! Ich hab da so ein vorlautes Wiesen. Und so ein Typ, der versucht, in Devisen mit dem Rasenmäher anzugreifen. So, jetzt. Auf geht's. Erneut Indizien. Machen wir jetzt so ein Chaos-Prinzip. Wollen wir einfach würfeln, wenn wir raus? Hast du Würfel da, wenn wir rausspringen? Wie willst du das würfeln? Na, bei der 6 müssen wir raus. Schmeiß einfach einen Dartpfeil in deinen Bildschirm. Ich schmeiß einen Dartpfeil in den Bildschirm und dann... Nö, ich finde einfach, die Stream-Zuschauer schreiben einfach jetzt rein. Ja, mit dem Delay. Mit dem Delay. Was geht denn hier ab? Schreibt keiner, ne? Schreibt keiner. Traut sich keiner. Ja, wird knapp, Leute, jetzt. Jetzt! Jetzt raus! So, wo wollen wir hin? Wohin? Oh, ganz viele. Markierung. Ja, die wollen alle zur Wasserstadt, ne? Da, Überschwemmungsgebiet. Hier, Gatka. Los, dahin. Marke, grün.
Habe ich, grün. Wir hätten auch zur Überschwemmungs-, wir hätten auch zur Containersiedlung leiten können, da sehe ich nämlich niemanden. Wer trudelt denn da hinter uns noch rum? Der Wiesen trudelt. Trudelt gar nicht, ich fliege wieder ein. Moment, sehe ich keinen. Ja, Sawyer und ich, wie immer in perfekter Formation. Oh, da ist ein ganzes Team, Bagatka. Da sind sechs Leute. Von uns. Oh ja. Ich weiche aus an die vier Häuser auf der rechten Seite. An die sechs Häuser, fünf Häuser, da ist nur einer hingeflogen. Bis jetzt. Aber ja, ich versuche, ob ich bis zur Farm komme. Oh, scheiße. Nee, ich dreh ab. Ich gehe direkt runter. Das Dreiergebäude rechts. Ja, ich mache hier die gelben Gebäude unterhalb von der Farm. Ja. Na, da landet Sawyer auch. Ja, da ich bin auch da. Arsch! Aua, das hat ihn echt mit Sicherheit wehgetan. Ich mach die alle Gebäude hier. Yes! Ich hinter mir! Ich renne! Ich bin 16. Könnt ihr bitte mal abwechseln, wo ich hin soll? Zu uns am besten, oder? Hier. Ja, wo seid ihr? Da, wo die blauen Symbole sind. Obwohl alle hingesprungen sind. Ah, verstehe. Ah. Ja. Ne, also hier bei uns ist jetzt gerade keiner. Oh, ich hab ne Schrote, das ist schon mal yes, gut. Yes, Level 2 Rucksack, M16. Wollen wir einsteigen und einfach zu den Containern fahren oder sowas? Heißt das machen? Also ich hab ein Jeep hier. Gut. Ich hab auch ein Jeep. Ja, dann steigen wir einfach bei Wiesen ein. Seid ihr durch mit den Häusern? Bin da. Na, ich habe gerade jetzt angefangen, so schnell bin ich auch nicht. Einsteigen. Du bist witzig. Einsteigen. Einsteigen. Nein, du hast einen, ein Auto? Ja, ich hab einen, ja. Gut, dann fahren wir vor. Mit komm mal vor. Kann mir jemand eine Navigationshilfe geben? Wohin willst du denn? Grundsätzlich. Zu dem Containerpark. Containerpark? Ich nicht im Besuch. Oder gibt eine andere Marke, irgendwo, wo keiner sein wird. Wir können versuchen, zum Ferry Pier runterzukommen. Wir müssen eh runter da. Die Zone ist schon wieder über der Insel. Okay. Das hast du hier. Das geht nicht. Funktioniert nicht, glaube ich. Ja, scheiße, falsches. Oh, warte mal, ich habe hier noch einen. Gute Zeit. Der geht auch nicht. Na toll. Nee, das sind alles. Hält es? Trägt es? Oh. Ja, gerade so. Aber es ist noch eins da. Vorsicht, Wiesen. Ja. Wiesen, da vorne sind noch ein Graben. Ja, nee, da hinten ist aber Schluss. Da hinten ist Schluss. Da hinten ist. Egal. Stopp. Ich bin gleich bei euch. Ja. Habe ich gerade Schüsse gehört? Nee, das war die Bremse. Fahrkunst. Mhm. Hey, ich hab's ganz gut gemacht, finde ich. So, rein. So. Go. Hinter uns schalten sich gerade aus. Habt ihr es gehört? Jetzt ja. Todesmeldung. Na los, Pfeffer. Grün. Ist schon. Achso. Grün. Nee, grün. Nicht das grün wie Bäumchen, sondern grün wie grüne Markierung. Ja, die Marke war aber gerade woanders noch. Nee. Nein. Doch. Er ist schon die ganze Zeit unten bei Ferry. Wurde umgesetzt. Nein. Wurde umgesetzt, doch. Nein. Doch. Nein. Macht. Doch. Oh. Aua. So. Aua. Kann jemand mal schauen, wo der Erdut hingeht? Über die Insel. Ja. Ach, die kriegen jetzt noch mit der Military Base nochmal einen Airdrop oben drauf. Ja, klar. Ja. Können durchfahren. Sollen sie sich um den Airdrop die Köpfe einschlagen, dann sind es weniger, wenn wir da ankommen. Ist das Flugzeug über die Military Base geflogen? Nee, ne? Nee. Können direkt durchfahren und versuchen zu looten. Wohin durchfahren jetzt? Zur Military Base. Über die Brücke meinst du jetzt direkt? Ja. Oder nicht? Sag was. Lass uns einfach gucken, dass wir da unten ein Boot nehmen und dann rüberfahren. Na, wir können im Auto durchfahren. Viel schneller, wenn wir das wollten. Ja, aber lass uns in Ferry Pier was looten. Weil, habt ihr denn Loot? Hat jetzt keiner von uns. Nö, ich hab gar nichts. Naja, darum. Ich hab zwei Schrotflinten, ich kann einer abgeben. Weil jetzt ist vielleicht noch keiner da. Das wäre halt die Idee, dass wir einfach zum Die Military sind Base immer bei der Military Base. Ja. Da ist immer jemand. Ja, nicht, wenn man schnell hinfährt, aber gut. So. Stopp! Gut, jetzt. Gut. Ja, leider leckt es bei mir wie Sau, deswegen ist es im Autofahren ein bisschen schwierig und spielen gerade. Ah, Stufe 3 Rucksack. Jo, danke. Hier ist noch ein Stufe 3 Rucksack bei mir. Sehr gut, ich habe schon Stufe 2, ich brauche noch einen. Und ein Stufe 2 Rucksack. Okay, gut, dann komme ich gleich. Nein, Wiesen, du kommst jetzt, sonst ist er weg. Dann komme ich jetzt zu dem Stufe 3. Gott, das schattert bei mir wie Sau, ey. Ah, bei mir jetzt auch kurz. Noch nicht. Ihr nimmt mir schon wieder alles weg an, Dude, ne? Ihr nimmt mir schon wieder alles weg. Mhm. Nö, alles nicht. Das ist doch unser Hauptspielziel, von wegen Überleben, ja. Quatsch. Hauptsache Wiesen hat nix. Stufe 2 Weste. Hauptsache Wiesen geht leer aus, ne? Ja. Ich kenn euch doch. Ja. Ah ja, es kann doch nicht sein, dass du nicht in einem POBG-Stream was zu meckern hast. Also nichts zu meckern hast, so rum. Ach, Leute.
Ja, jetzt. Ich hab einfach mal Licht gefunden. Gartenstuhl, ich mag dich auch, aber nicht so sehr, dass ich nicht gehen möchte. Aber der Loot ist kacke hier, Leute. Ich hab gerade eine UMP gefunden. Ich hab eine 45er, das ist alles. Das ist besser als nix, wie. Oh, das ist auch schon gelootet hier unten am Strand. Ah, okay. War jemand dann ist das Boot wahrscheinlich auch weg. Ah, hier ist ein Scar. Geh mal rüber Richtung Nordosten in die Häuser. Ja. Hab ich eine andere. Oh, ich hab noch gar keine Pistole. Ich will eine andere Waffe. Ich finde nur Pistolen gerade. Geilerweise. Wenn ich wenigstens zwei Pistolen in die Hände nehmen könnte. Lafiamma. Wäre doch geil. Nischt. Und noch eine Pistole. Oh, Motorradhelm, yay, ein Verband. Ein Holo. Nee, Freunde. Wie ein Holo-Verband? Okay. Hier ist eine SK-12, immerhin. Ja, ein Holo-Verband, den bildest du dir nur ein. Richtig. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, und doch ein Dreifachsucher, oh cool. Oh, Vierfachsucher? Wo kommt der denn her? Also ich habe eine ganze Masse an Munition. Das habe ich zumindest. Den Vierfachsucher hat bestimmt da einer hingelegt. Ich glaube, ich mache den Munitionstransporter hier für euch. Das ist gut. Wiesen, mach mal den Muli. Hast du jetzt endlich mal den... Den Rucksack habe ich. Den Rucksack, ja. Den habe ich, ja. Ich habe nur keine Waffe leider bis jetzt gefunden. Laufe an allen Waffen anscheinend vorbei. Irgendwie... Feuerdämpfer für eine MP habe ich. Super. Bringt mir jetzt nichts. Wir sind zwar hier unten, Wiesen und ich sind zwar jetzt knapp in der Zone drin, aber hier ist kein Boot. Doch, da lag ein Boot. Auf der Sandbank gegenüber ist ein Boot gewesen. Also hier, wo ich bin, ist noch eine. Was ist das? Nichts. Alles leer. Ah ja, ich habe ein Boot gefunden. Das ist gut. Doch, hier oben ist noch eine SK-12. Kannst du die mitbringen? Jetzt ja, klar. Warte, kann ich nicht. Ich bin voll. Warte, ich sehe noch einen Sack. Ich hab nicht. Warte, ich schmeiß was weg. Ich nehme das mit. Ich schmeiß irgendwas anderes weg. Braucht irgendeiner einen Mündungsfeuerdämpfer für eine MP? Bräuchte eine MP? Dann könnte ich dir sagen, wie einen Mündungsfeuerdämpfer bräuchte. Also ich würde den hier nehmen. Ich hab nur eine 45er. Mehr habe ich nicht. Mir geht nicht. Wieso geht das nicht? Okay. Ich bin durch hier. Ich würde sagen, wir setzen uns so, ab. Hier, ich gebe dir zumindest jetzt mal die UMP. Redest du mit mir oder mit dir? Wo seid ihr denn? Seid ihr schon abgehauen? Nein, wir sind mit? Da. Nee, guck einfach auf die Karte. Du siehst ja, wo wir sind. Da gucke ich ja. Im Osten. Osten vom Dorf. Und so weit weggerannt. Ihr seid Querulanten. Nee, wir müssen uns ja hier sammeln, weil das Boot hier ist. Ja. Willkommen. So, Dankeschön. Ja, warte. Moment, Mündungsfeuerdämpfer kriegst du auch noch. Hey! Hier geblieben. So, dann lass uns mal zu dem Boot rüber. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Wiesen, hast du 556er Munition? Da muss ich gleich schauen. Es kann sein, dass ich welche eingesteckt habe. Ich hab 60 Schuss. Brauchst du die? Hast du eine Waffe dafür? Kaliber 12, ja, habe ich. Ah, okay. Ja. Ja, dann behalt die dir. Behalt die dir. Hat irgendeiner hier den Turm schon gelootet? Da ist nichts drin. Ah, schade. Wenn ich eine richtige Primärwaffe finde, ist ja echt so mau. Noch nicht einsteigen, Arsi, ne? Erstmal warten. Die sieht uns nämlich keiner. Also die letzten drei Runden hatte ich irgendwie nicht. Donk, 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 donk. Manchmal klingt das Rauschen donk, von dem Wasser so wie ein Motor, ne? Motorgeräusch. Mhm. Wieso bist du eigentlich angeschlagen? Ich? Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Er ist so, alle da? Ja, ich bin 10 Meter noch. Okay, dann steige ich ein. Jo, sitze. Sitze. Jo. Da kommt der nächste Airdrop. Nimm uns die Gebäude.
direkt um die Insel rum. Ich fahre direkt. Wir haben die ganze Insel zur Verfügung. Mitnehmen hier. Ja, die ganze Insel ist aber in der Zone drin. Ja. Also warum nicht die Gebäude mitnehmen? Weil wir da unten die besseren Gebäude haben. Das sind mehr. Ja. Und da sind nicht sofort Leute. Ja. Na gut. Weil bis wir da an Land gerannt sind. Bis wir da an Land gerannt sind, das hast du ja vorhin gesehen. Das ist eine relativ weite Strecke. Und da kann keiner mehr hinter uns her. So einfach zumindest. Aber hübsche Helme habt ihr alle auf. Ich hab noch keinen gefunden. Ja, Sawyer, dann nimmst du einfach hier gleich die Lampe, die da vorne auf dem Boot ist. Genau. Schlägst die Scheibe raus. Und hopp, auf den Kopf. Genau. Medikits hab ich auch nicht gefunden, leider. Nö, ich auch nicht. Ich hab zwei Erste-Hilfe-Koffer, ich kann dir einen abgeben. Ich hab einen. Ah, doch, ich hab einen. Sehr gut. Ja, 5-6 hab ich auch noch. Und 7-6-2. Wäre nett, wenn wir tauschen könnten. Ein Erste-Hilfe-Koffer gegen 5-6 am Mond. Sehr gut. Und ich hab nämlich nur ein Magazin für die Scar. So, was sagt denn? Ja, Military Base ist wieder komplett drin. Gut, wir sind erstmal eine Weile safe. Mhm. Ah, ich mag das nicht, wenn sich das da zusammenzieht, weil meistens dann das auf offenem Gelände stattfindet. Am Ende. Ja. Ja. Es ist dann so auf dem Mollfeld oder rechts oder links daneben. Auf den Hügeln, das ist immer sehr meh. So, ich werde jetzt hier eine Kurve ziehen und dann pfeffer ich so weit wie möglich auf diesen Strand rauf. Jo. Und dann geht's an die Häuser ran. So, bereit machen? Ja, gib Schulle. Ich mag's aber, dass das Boot ziemlich driftet. Mhm. Hui. Und go. Raus! Ich renn mal etwas weiter weg von euch. Wollen wir sie dich eigentlich vorschicken? Ihr macht das doch immer so gut mit dem Kugelfang. Nein. Nein? Ich dachte, du opferst dich freiwillig. Nein, ein Meat Shield hat nur dann eine Funktion, wenn du sie als Schild einsetzt. Du schmeißt deinen Schild, den du in der Hand hast, ja auch nicht auf den Gegner. Oh, das kommt auf den Gegner an. Ja, okay. Ja, du und auf den Schild, den du hast. Oh, hier ist noch eine M16. Oh, nehme ich gerne. Ich bin aber gerade mal schnell. Ich tue mal schnell das Haus hier noch durch. Ist da noch Munition für da oder nicht? Na, einen packen. Ja, hier ist noch eine Scar und 556er Munition. Gut, dann nehme ich die 556er. Geht doch. Ich habe schon wieder Energy. Ich habe schon wieder eine Niete gezogen mit dem Haus hier. Ist ja der Wahnsinn. Hier ist ein Stufe 3 Rucksack, falls noch einer braucht. Ey, wahr sein. Kann ich alles über ein Haus. Hier ist eine VSS. Erwischen. Die könnte ich auch notfalls benutzen, weil 9mm habe ich ja viel jetzt gesammelt. Ach, Bescheid, ich nehme die erstmal mit. Ja, dann nehme ich die VSS einfach, Leute. Ja. So, ich habe die bei mir. Lohnt sich das zumindest. Ja, wie gesagt, hier ist noch eine Scar, aber... Oder soll ich lieber ein richtiges Gewehr nehmen? Ich überlege. Überlege. Hier ist noch eine M416. Aber, oh, die würde ich gerne nehmen. Und eine Scar ist auch noch hier. Die M416 würde ich gerne nehmen. Da wo ich bin. Ich gucke. Ah, in dem großen Gebäude. Richtig. Boah, das ist hier die ganze Zeit so. Erster Stock oder Erdgeschoss? So, Erdgeschoss. Nicht zu lange aufhalten. Wir müssen jetzt hier weg, weil das ist ein schlechter Punkt, um weiter vorzugehen. Wir müssen uns jetzt weiter bewegen. Genau da. Mhm. Na gut, dann. Wo ist denn das Gewehr? Okay. Ja. Wiesen, brauchst du noch ein Visier? Ja, gern. Gut. Hier ist noch ein Rucksack 1, was einer brauchen sollte. Warte mal. Ja, hinten bei mir war ein Stufe 3 Rucksack, also. Da brauche ich jetzt halt noch 5-6 Munition leider, ne? Da habe ich halt nicht mehr. Geh nochmal ganz kurz nach oben. So. Warum hast du jetzt keine 5-6er Munition? Ja, weil ich jetzt eine Waffe habe, die das braucht. So, da ist ein Holo und da, Moment halt, ich brauche einen. Hey! So, Leute, wir müssen weiter.
Jo, einen Moment noch. So, einen Erste-Hilfe-Koffer habe ich dir da hingelegt. Komm mal. Rauch. Seid ihr bereit? Kann es weitergehen? Ja, ich bräuchte halt noch Munition. Wenn mir jemand 5 und 6 nachher abgeben würde, wäre es gut. Ich habe auch nur zwei Magazine bekommen. Ich habe auch nur zwei Magazine. Dann muss es reichen, ich habe auch nur zwei. Ja. Oh, einer noch 762? So. Nee. Gut. Haben wir, gibt's da ein Ziel, wohin? Ja, wir müssen aufs Flugfeld. Das war, irgendwie war es klar. Ja. Das natürlich mit wenig Munition. Wohin wollen wir? Dahin? Erstmal. Aber Leute, wo liegt denn die VSS? Hat die jemand eingesteckt oder nicht? Ja, hab ich. Willst du die behalten, ja, ne? Ja, ich kann sie auch haben. Ich brauche sie nicht unbedingt. Ja, dann wechseln wir die, weil ich habe jetzt so wenig Munition dafür, es macht überhaupt keinen Sinn. Na dann schnell, aber jetzt. Ja, ich bin dabei. Warte, sollen wir die richtige Waffe nehmen? Dankeschön. Sinnvoller. Also wollen wir auf Gelb? Da ist ein bisschen, ja. Da gibt's ein bisschen Deckung. Ja. Oh, hier ist ein Auto, aber ich glaube, wir gehen lieber weiter zu Fuß. Ja, wir müssen laufen jetzt. Hat jetzt eigentlich zu lange gedauert hier jetzt. Naja, wieso? Wir können jetzt ja einfach laufen. Nee, das Problem ist, die kommen ja stürmen ja von Norden ein. Wir können doch das Fahrzeug nehmen, oder geht das nicht hier? Können wir machen, aber das hören uns alle und... Und? Ja, wenn sie uns hören, schießen sie auf uns. Genau. Dann wissen sie, dass wir da sind. Wenn wir zu Fuß kommen, wissen sie es erstmal nicht. Ich höre ein Auto. Das ist Tai. Ach Tai, steig doch bitte aus. Da ist noch ein Auto, Achtung, direkt vor uns. Zwei Autos. Warum fahren die denn von der Zone weg? Keine Ahnung. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, die jagen sich, würde ich mal tippen. Würde auch sein, wir lassen die sich jagen und nutzen die Zeit, um weiter vorwärts zu kommen. Komm weiter. Das ist doch geil, ne? Oh, ich habe geschossen. Ja, naja, da, shit, ich einer, auch. Da steht einer. Ja. Ist down? Oder hat sich hingelegt? Er hat sich hingelegt, auf jeden Fall. Wo denn? Bei den Steinen da hinten? Oder wo ist er? Auf dem Hügel ist er hier. Richtung 120 auf dem Hügel. Geh ihn rechts, versuch ihn rechts zu umgehen. Ach da, okay. Aber da ist der stellt wieder ins Auto. Da fährt noch ein Auto rum. Lass dich jetzt nicht überfahren, Leute. Der fährt weg mit dem Buggy. Ja. Der fährt weg. Okay, let's go. Schnell, schnell, schnell. Dieses offene Feld ist fürchterlich. Wir müssen so schnell. Er fährt auf die Häuser zu, wo wir eben waren. Der kann gleich von hinten kommen. Ja, ich weiß. Er wird beschossen. Okay, weiter aufs Airfield. Ja, lass uns mal versuchen, hinter die Wracks da hinten zu kommen. Scheiße, oder? Ich werd beschossen. Ja. Hauptsache laufen, jetzt ist ein ganz blöder Ort hier. Vielleicht kommen wir da hinten zu den Flugzeugwracks oder so. Ich eile dahin. Vielleicht der schlechteste Ort, den man sich so vorstellen kann, ey. Ja, das ist halt gemein da oben. Mit Sawyer zusammen auf Gelb. Da hast du nämlich relativ viel Deckung. Ah, hinter uns sind sie sich am Beschießen. Also ihr wollt jetzt zu Gelb laufen, ja? Okay. Ja, ist besser. Da ist noch ein da bisschen kommt ein was. Auto, 15 Grad, fährt gerade den Hügel runter, wird auch gleich bei uns ankommen. Copy. Oh, eine weite Strecke, Mann. Ja, und es ist halt ein Flugfeld, das heißt, es ist alles offen. Sawyer, ich renne direkt durch zwischen die Konter. Es fährt jetzt im Norden, ist es jetzt, hinter diesen Raketen, die da aufgestellt sind. Bin jetzt an dem Bunker. Wollen wir in die Bunker rein? Ja, ich hoffe, dass da niemand drin ist. Halt auch eine Todesfalle, ne? Da müssen wir auch schnell wieder raus. Ja, Sawyer, warte kurz auf uns. Ja. Wir sind jetzt direkt bei dir da. Gibt ja, da ist keiner drin. Mal schlecht. Man kommt da nicht mehr raus, halt im Zweifelsfalle, wenn die Boundary kommt. Keiner drin, kein Loot. Nicht wirklich zumindest. Geh mal zum nächsten Hangar vor, weiter in die Mitte. Hasse hier so rumzulaufen. Gut. Bei 3,45 kommt der Nut runter. Oh, das heißt aber, dann wird es hinter das Airfield wahrscheinlich gehen, ne? Ja. Ja, die Hangar sind alle gelootet. Ist schon, hat sich schon verengt, die Zone. Wir sind weiter drin. Nur Quatsch drin, aber die Rauchgranaten nehme ich ja mit. Man weiß nie. So, Sekunde. Ja, wollen wir jetzt zur großen Halle oder... Ich denke mal, es wird sich hinter dem Airfield. Ja. Na, schwer zu sagen. Auto hinter uns? Boah. Jo. Fährt direkt an uns vorbei. Der bremst. Ja. Der ist über uns. Oben drauf, glaube ich.
Auto oben raufgefahren? Nee, der ist, ja, der ist neben uns. Da ist der Buggy wieder. Scheiße, ich bin hier festgebackt. Das gibt's doch gar nicht. Hinter uns, Fahrzeug. Ich bin hier in der Ecke festgebackt. Hey, hinter dir! Ich bin down. Hast du ihn? Ich bin auch down. Noch ein zweiter, da ist noch ein zweiter, bin tot. Ich bin in der Ecke festgebackt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Auch. Du auch? Ja. Ich wollte dich rausschieben ein bisschen, aber... Jetzt sitzen beide da in der Ecke. Jetzt sitzen wir beide in der Ecke und sind festgebackt. Oh, ja. Könnt ihr euch hinlegen? Geht das vielleicht? Nee, ist alles blockiert. Kann nicht aufstehen. Super. Vielleicht solltet ihr Selbstmord begehen mit einer Handgranate. Also sie werden wahrscheinlich eh gleich runterkommen, ne? Das denke ich doch. Was ist bescheuert? Es geht gar nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Nee. Wir sind beide in dieser Ecke drin festgebackt. Das ist ja unfassbar. Heute kein ruhmreicher Tag. Und jetzt ist die Zone weg von uns. Ja, die Nummer ist durch, leider. Wir kommen nicht mehr raus. Ziehen? Oh, ich hasse es. Das ist ärgerlich. PLBG. Ja, die Nummer ist durch, leider. Könnt ihr doch selbst gehen mit einer Granate? Let's call it a draw. Ich kann es ja mal probieren. Ich habe eine Granate. Keine Granate. Komm. Doppelkill. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hat. Nee. Ich probiere es nochmal mit dem Molotov-Cocktail. Yay, yeah, wir brennen! Ja, das war jetzt der letzte. Ja, ich weiß. Das war's jetzt. Aber ich meine, was soll man machen? Das war jetzt nicht unsere Schuld. So, direkt mal melden. Ja, melden, weil es das Feuer nicht angezündet hat. Das geht mich gar nicht. Ja, na gut, so ist es dann halt. Gut, dann soll es das halt gewesen sein. Ist eben so. Das war jetzt eine super Nummer am Schluss. Schön festgebackt. Ohne Ende. Wunderbar. Ich bin begeistert. Ja. Ein bisschen antiklimaktisch, ne? Wenn das so. Man sich verarkt. Vor allem, wenn du durch einen Bug stirbst. Das ist. Gah. You think? You think? Naja, gut. So ist das halt. Ja, stimmt, ich hätte die Granate auch in der Hand halten können. Anyway, passiert, so ist es. Auf jeden Fall schönen Dank fürs Zuschauen. Wir sind durch für den heutigen Stream. Morgen geht's aber schon weiter. Morgen nämlich um 20.15 Uhr legen wir wieder los mit Let's Crash, unserer Star Citizen Show, neuen Sternensystem und vielen neuen Infos. Dann geht's am Freitag weiter, 17.30 Uhr mit dem SCW-Verse Report und dann natürlich auch wieder am Sonntag mit unserem Star Citizen Let's Play. Und dann kriegt ihr auch immer noch mehr Informationen, wie es nächste Woche läuft. Denn da ist ja Gamescom und da werden wir auf jeden Fall Dienstag und Mittwoch auch ganz viel streamen, ganz viel Verschiedenes und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir vielleicht auch das 3.0 PTU sehen von Star Citizen. Wir werden gucken. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und danke an alle Mitspieler. Jungs. Jo, danke. Jo, viel Spaß. Genau, und damit verabschieden wir uns jetzt, würde ich sagen, mit einem 3, 2, 1 und See you on the flight deck! Sehr schön. Naja, gut. Schönen Abend euch und bis morgen.